Also ich kann ja zwischendurch quatschen, wenn du anmachst. Jetzt haben wir Achso, die ja, ich Spiele ja nicht. hab jetzt angemacht, aber ja, sag. Ja, jetzt haben wir die Spiele, Achso, ja, jetzt hab schon vorher gesehen, bevor wir sie uns selber angeguckt haben. Witzig. Naja. Aber ist ja ja. okay, können wir nochmal in Ruhe machen. Gerade das erste müssen wir uns nochmal angucken. Da habe ich mit Sicherheit. Ja, Gab am können wir auf jeden Fall Anfang machen, das ein oder stimmt. zwei Worker. Ich wollte ja mit sechs Stalker rüber, nachher waren es nur vier oder fünf. Ich keine Ahnung, was der gemacht hat. Es war halt auch wieder. Ja, Ich es war glaube, halt wieder ja, auch. das erste habe ich ja nicht ganz so gesehen, weil du ja, Genau. also du hast ja erst später, Er oder ich habe fand ja ja erst das später Opening dazu. gut, weil er hat ja vorher noch, hat er Akuro gegen Lenoto ja gecastet, Ja, eine Stunde vorher. Und das hat er gleich gesagt, oh, das Opening ist ja in dem anderen Ordnung. Da musste ich so stimmen. Ja, ist klar. ja, es ist halt nicht ganz makroorientiert, aber halt schon. Also es ist halt recht safe. Du kannst ein bisschen pushen, du kannst gut, gut expanden, trotzdem hast halt Tech, du hast halt eigentlich alle Sicherheiten. Das ist absolut, ja, es ist absolut sicher, es ist gut. Ja. Ihr habt ja sogar auch gut gescoutet, Also, also ja, also wie gesagt, Matthias, Syriac. spiele ich Achso, halt auch gerne, ne? Also. wir haben ja leider einen Herth Mercy, der nicht mehr dabei ist. Okay, na gut. Oh, es ist So. jetzt 21 Uhr. Ja, genau, das heißt, wir haben Bam, schon bam. Und der Raver ist direkt da. den Raver-Rebellen hier. Schon mal Also, gesagt. an Revan, guten Abend und gleich die Frage: Kannst du uns verstehen? Ja, ist das schon mal die wichtigste Frage? Das ist Hörst du natürlich uns? wahr. Warte mal, ich kann auch mal einen guten Abend hier in die Runde schmeißen. Guten Abend. Wir können ja heute jeden persönlich begrüßen, der sich meldet. Pass auf, guten Abend, Waverable. Einen Moment bitte. Was haben wir denn da Schönes? Den Maralekos machen wir hier. Guck mal hier. Zack. Jo, perfekt. Muss aber auch gleich raus, wenn mein Starcraft denn starten würde. Warum musst du raus? Du hast doch nicht für heute Abend dir ein Spiel hingelegt, wenn wir deine Tyrius Eieiei, hier casten. och. Ernsthaft hat er wirklich getan. Ei. Ey, Jungs, ihr beide auch noch? Jetzt müsst ihr verlegen. Ihr könnt doch nicht jetzt spielen. Dialos ist doch Wow. auch da. Aber ich meine immer, die sind fleißig. Also, wir haben da ja jetzt hier dritten und vierten Spieltag. Guck mal, startet auch nicht. Das Ah, Problem ist, wenn es bei den beiden ja. nicht startet, bist du schon drin? Ja, ich bin schon drin. Puh, na dann. Ja, wenn ihr Ich eh nicht spielen meine, könnt, dann könnt ihr ja, ja zugucken. ich glaube prinzipiell. Oh ja, sehr gut. Siehst du? Haben sie jetzt auch entschieden, hoffe ich. Er ist ja auch einfach das Logischste. Und erstmal sagen wir guten Abend auch an den Tialos. Ja, Guck mal. ich glaube, Replays gucken müsst ihr auch gehen, selbst wenn du dich nicht einloggen kannst, weil du ja theoretisch einfach die Replays auch offline gucken kannst. Das müsst ihr auch gehen. Ja, okay. Also von daher, aber ja, ich bin eingeloggt. Alles gut. Gut, sehr schön. Danke, danke. Machen wir gerne. Macht ja auch eine Menge Spaß. Und ich würde dann, nachdem das ja jetzt auch alles funktioniert, ich habe heute Mittag das ja schon mal parallel probiert. Ich gehe mal in die Mod-Ansicht. Weiß nicht, ob du das auch hast, aber macht mehr Sinn, wenn Achso, du. ja, hab ich auch, Ach, ja. hast du Achso, sogar. Okay. ich kann, ja, klar, ich bin ja auch Mod. Ach ja, ich kann ja Ja. schon mal den Bildschirm übertragen. So. Genau, du kannst mir Bildschirm sagen. Ich kann dann nämlich, ich würde dann noch die Vorhersagen mitmachen. Oh ja, stimmt, wir sind ja Affiliate, ne? Cool, Genau, ja. wir können ein paar Kanalpunkte raushauen. Also von daher wäre das kein Thema. Macht natürlich Sinn, wenn ein paar Leute da sind. Und die, die wir casten, dürfen natürlich nicht selbst wetten. Aber ein Reva-Rebel darf zum Beispiel natürlich aufs erste Spiel gerne wetten. Tial natürlich nicht. Wäre besser, Ja, wir hatten das ja mal. Wer war denn das? Ich glaube, Mogo war es sogar. Da hat er ja da auf sein eigenes Spiel eine ach, hohe der Summe Mogo. gesetzt. Er ist ein Witzbold. Und dann dachte ich echt, der legt uns rein. Ne? Aber Pustekuchen, der hat knallhart Nein. gewonnen. Da dachte ich noch, ist jetzt ein Scherz, oder? Also. Ah, das ist, aber Mogo darf das, der darf das. Wie ist die Tabelle? Da musst du den Sentry fragen, ob er die im Hintergrund offen hat. Kannst du das einblenden? Hast du das parallel auf dem Bildschirm? ich meine, ich hab's offen, aber soll ich das einblenden? Noch ist ja nicht viel passiert, oder? Ich weiß es nicht. Wie sieht das denn aus? Ich meine, theoretisch. Nachher wird die bestimmt noch mal. Also wenn du es jetzt schon mal testen willst, kannst du es machen. Weil nachher wollen sie die bestimmt sehen. Ich habe es mir auch mal aufgemacht. Wenn Sonst du kann ich es wirklich, gerne meine, sagen. ja, theoretisch kann ich es auch einfach, ja, kannst du auch einfach als Bild machen. Ach so, ja, du kriegst das hin. Ja,
Also. Wer hat hier drei Sternchen? Drei Ich Sternchen? hatte vor dem Spiel, naja, Thialos hat da drei Sternchen, er hat wahrscheinlich irgendwas gepostet, Ah. was er nicht durfte. Oder? Oder einen Link versucht oder so, ich weiß es nicht. Also Jungs, erste Frage, wie viele Leute sind wir? Lass mal schnell gucken. Sollen wir mal hier schnell noch eine Wette aufmachen? Komm, ich mache eine Wette fürs erste Game. Wann wollen wir starten? In 2 Minuten? Ja, aber. Mach mal eine kurze Wette. Bestimmt. Also, die Wette heißt, wer gewinnt die erste Series? Ich meine, hier geht es wenigstens ab. Drüben die erste Series. So, entweder Tial oder. Hä? Syriac. Habe ich das richtig geschrieben? Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Syriac habe ich richtig geschrieben. 2 Minuten Wettzeit. Läuft jetzt und dann starten wir das Game. Let's go. Ah, hast du, ey, du wirst immer besser. Nice. Das heißt, es spielt der Zweite gegen den Vierten. Wobei man sagen muss, dass Cyriac erst ein Spiel hatte, weil der Freewin ist schon dabei. Und auch Tian hatte erst ein Spiel, der Freewin ist dabei. Also eigentlich stehen sie 1-0 und 0-1. Weil Half Mercy ist schon rausgeext, quasi. Okay. Da ist ja noch nichts passiert. Ist ja quasi jetzt der dritte und vierte Spieltag. Na, schauen wir mal. Wird interessant. Danach sieht es auf jeden Fall klarer aus. Alles noch möglich. Wobei Blies, es sieht schon ganz gut aus. Ja. Okay. Ja, soll ich starten? Na, noch 1 Minute haben wir die Wette, wobei ja die erste Ja. Minute ist ja auch nicht viel. Machen 30 Sekunden Start und dann legen wir los. Ja. Dann können wir noch mal ein freundliches Hallo an die Community sagen. Schön, dass ihr zuschaut. Schreibt alle was in den Chat, wir freuen uns. Und dann, wie ihr seht, haben wir heute die Liga 11 wieder dabei, dritter und vierter Spieltag. So, was haben wir denn Schönes? Ein Protoss gegen den Terraner, damit fangen wir an. Dann haben wir ein Protoss gegen Zerg. Dann haben wir noch Protoss gegen Protoss. Und dann haben wir Protoss gegen Terraner. Also, immer Protoss. Es ist schon mal was für uns hier. Auf Jo. jeden Fall. Sehr schön. Gut. Wollen wir loslegen? Jo, kann ich machen. Du startest und Ja, darfst ja. auch wieder die einleitenden. Jetzt geht das ja. Ja. Ja klar. Ach so, wegen dem Bild da. Ja. Das muss jetzt wieder rausnehmen. Ah! Ich frag mich gerade, ey, wo ist das? Was ist das? Keine Ahnung, du wirst es Ja, das finden. ist gut. Ich hab's auf jeden Fall gefunden. Ja. So, du fängst an. Come on. Ja, oben rechts roter Terraner von Team Zentax Cyriac. So, und dann haben wir unten links gespawnt als blauen Protoss den Tial vom Team The Drunken Outlaws. Ich hoffe, das ist alles richtig. Gehe fest davon aus. So, was erwartet uns denn heute hier? Ich bin gespannt. Ja, ich meine, das war ja die Liga, wo die ganzen Spiele so schnell gehen, oder? Die Liga 11 war immer extrem schnell unterwegs, ja. Das muss man schon sagen. Ich bin mal gespannt, was heute passiert. Beim letzten Mal haben sich, wer hat sich da ein bisschen mehr Zeit gelassen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber wir schauen einfach mal. Kein Gas, das heißt wahrscheinlich ja jetzt schneller Nexus. Ja, okay, das ist, okay, ich meine, immer mit einem Gate, aber Actionreich. So meinen wir das. Okay, das ist stark. Okay, interessant. das ist schon mal eine kleine Abweichung. Das ist stark. Guck mal, Cyriac ist auch da. Wunderbar. Guten Abend. Guck mal hier. Jeder, der sich Oh meldet, ja, den der werde ich heute im Cyriac, Chat ja. begrüßen. Guten Abend. Und mit den Ja. schönen Maralegos-Sonnenbrillen ausstatten. Sehr schön. Genau, Finde ich so, wir sehen herrlich. halt einen Reaper Expand. Ist ja auch schon mal. Ist halt Ja. Standard. Dementsprechend ist es ja erstmal eigentlich für Tia ja ganz gut. Wenn er halt noch aggressiver sozusagen expandiert als. Also ist gut für Tia und vielleicht eher etwas schlechter für Cyriac. Mal sehen.
trotz der schnellen Expansion haben wir hier schon Proxy Gate. Das Gate steht da oben, das ist interessant. Hat er auch eins in der Main? Habe ich gar nicht gesehen. Wahrscheinlich links, ne? Ah. Oh, und er. Okay, Syriac beides. wollte es halt scouten, hätte es sogar vielleicht wahrscheinlich fast geschafft. Warte, sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ja, er hat halt relativ vorher abgebrochen, sozusagen, den Scout. Mal sehen, was Wegen der damit Probe passieren vielleicht. wird. Okay. Ach, guck mal. Tromtrom meldet sich auch. Na, Moment, da müssen wir noch guten Abend schreiben. Der Tromtrom. Der Grüß dich, Tromtrom. Agent. Was, der Agent? Was ist hier los? 009. 009. Komm, hier kriegt heute jeder seine Marale. Unsere Marale. Wir müssen ja irgendwann mal Emotes hier auch für den Channel haben, aber das hat ja Maralekus auch schon gefragt. Was können wir jetzt erwarten von dem. Ja, ich meine, ich wundere mich halt gerade, weil trotz der sehr frühen Expansion hat ja Tial gerade nur 27 Worker. Im Gegensatz zu Cyriac 24 Worker. Und ich meine, Cyriac ist halt Terran, die haben ja eh weniger Worker. Also es ist eigentlich, ja, starkes Makro-Opening, aber dann halt nicht gut genug Worker gepumpt. Na, vielleicht hat er irgendwas vor. Ich weiß nicht. Warum steht das Gate da vorne? Was meinst du, was er machen will? Wir haben alles Adepten. Okay, das ist interessant. Aber bislang noch keine Twilight Council, glaube ich. Ja. Anscheinend nicht. Nur Mal Reva sehen, Rebel was hat auf passieren Zyriac Punkte gesetzt. Das wird lustig. wird. Okay. Dann kann keiner was gewinnen, nur Reva Rebel kann was verlieren. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, Boah, der die Mules Shake natürlich geht richtig durch. Ja, klasse. okay. Zwei Mules, okay. Worker. Aha. Also zwei Mules ist natürlich schon heftig. Ich würde mal Ja, tippen, wenn die ich da meine nicht gewesen hier wären, hätte das abgebrochen. die. Naja, klar, es stehen ja hier eh ein paar SCVs halt rum. Die werden halt noch nicht geklärt. Die Adepts, die machen da schon mal ganz gut Arbeit. Er will Obwohl mit dem es. Shade die Mine triggern. Wow, alle Achtung. Das Ja, ist auch stark. sein Pro-Gamer-Move tatsächlich. Nicht schlecht. Okay, Sogar da musst du aber. unironisch. Nee, ist mir Muss schon irgendwie klar. gut sein. Also, wer blinkt, verstehe ich das noch. Aber hier mit dem Shade das Naja. auszugleichen. Ich wollte gerade sagen, also die vier Adepts sollten, also hätten eigentlich niemals so viel reißen sollen. Also da war eigentlich immer eigentlich genug bei, aber jetzt halt Oh, natürlich mit jetzt kommen den, nur noch sechs Stalker. ja stimmt, sechs Stalkern. Geht die Okay. ganze Sache ein bisschen anders aus. Da haben wir schon schnell unser GG. Okay, das war wieder dieses Thema mit der Action. Hey, ihr seid ja so, ihr seid so unterwegs, herrlich, Sehr wunderbar. unerwartet tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also nach dem Hätten Opening sechs eigentlich. Adepten sein sollen. Ja, ich meine, nach Ja. dem Opening so eco-lastig. Wow. Ja. Interessant. Interessante Alternative. Aber du, Ja. wenn es klappt, klappt's, ne? Mensch, Zürich, was war los? Hat er sich überraschen lassen wahrscheinlich. Aber okay. Hätte ich selber auch nicht mit dir gerechnet. Nee. Aber es ist erst ein Spiel und für eine gewonnene Series braucht man nun mal bekanntlicherweise zwei Spiele. Dann schauen wir mal. Ja. So, ach, du hast schon wieder die Eins reingebastelt. Sehr schön. Juju. Ja, dann können wir ja mal wahrscheinlich direkt mit dem zweiten Spiel reinstarten. Mama, Der was Mama? Nightbot. Ich wollte gerade sagen. Mama, 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 ich ich hab. bin im Fernsehen. Oh, Warum hat er das das geblockt? ist, ach, weil halt Großbuchstaben, denke ich halt mal, ne? Das ist, Ah, ja, erstmal er guten ist, Abend. guten Abend, ja, der ist halt noch ein bisschen, ja, ich meine, noch bist du ja nicht im Fernsehen, erst Kommt bald. noch, kommt noch. Aber Ja. jetzt machen wir erstmal links hier, genau. Ja, genau, also unten links in Rot wieder unser Terraner Cyriac von Team Zentex. So, oben rechts diesmal, quasi einmal verkehrt rum, die zweite Karte. Der blaue Protoss mit 1-0 Führung. Tial vom Team The Drunken Outlaws. Und diesmal sehe ich da eine Proxy Rex, eine Diesmal ist es zumindest schon Syriac mal. Die mit dem einigen, aggressiven ja. Play. Okay. Die Probe kommt normalerweise doch da genau lang scouten, oder? Oder geht die außen? Ne, die geht doch genau da lang. Boah, die Das wird hat er das dann wohl sehen. aber. Ist das okay? Ja. Schade.
Ich meine, jetzt kannst du ja entweder halt mit Worker-Pull was machen oder du sagst halt einfach okay, Two-Gate oder sowas und dann einfach aggressiv Ghost Chrono boosten, Zealot, Stalker, was auch immer. Ja. Wir sehen, glaube ich, wird das einfach. Ja, Two-Gate lässt sich nicht lumpen, hat keine Lust drauf auf diesen SCV-Dance, immer mit abbrechen und neu bauen und sowas. Also, dass man da ja schön trotzdem weiterbauen kann. Oh, sogar ein Vitas Rex. Wow. Kein Ich hätte Gas, das jetzt wird einfach. Ja, 14. Mass Ja? Marines, Ja, okay. ja. Das. Aber hat er denn schon genug Depots gebaut? Ist nur eins, oder? Ja, ich meine, noch braucht er. Also, jetzt sollte er vielleicht mal langsam anfangen, ja. Okay. Ich Aber bin das mir geht ja ich dann auch ganz schnell. nicht. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Ja, wahrscheinlich 11 brauchen wir Worker keine reichen, OS, ne? keine Orbital Command, aber keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so vertraut. Also wenn man dahinter noch Makro spielen will, sollte man es höchstwahrscheinlich machen. Aber wenn man jetzt sagt, guck mal, das ist jetzt das, womit ich hier stehen und fallen will oder stehen und Was macht gewinnen denn will. TI? Zeig mal. Was hat er denn Ja, vorbereitet? also ich meine halt, da wird. Ah, okay, ich hätte jetzt mehr als einen Berserker erwartet, aber halt ungefähr das, was ich halt schon meinte. Zealot bauen. Oh, kriegt sogar einen Bürger. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja. Aber eine Shieldbit ist vielleicht ein bisschen wenig, oder? Ja, also ich meine, er sollte halt jetzt vielleicht schon mal Worker pullen. Ja, ich Ich würde meine, halt der sagen, es 11. ist schon, es ist insgesamt, glaube ich, schon gut machbar auf jeden Fall. Ich meine, besonders jetzt mit der Shield Battery. Energie ist ja zum Beispiel halt da, einfach Shield Battery Overcharge und eigentlich kann da halt nichts mehr passieren. Also wie Okay. gesagt, klar, Reinforcements kommen, aber zwei Stalker mit einer Shield Battery, Aber die laufen ja. auch alle einzeln rein, ne? Denke ich mir gerade so. Ja. Ja. Wow. Und ich meine halt jetzt mit der Production, wir sehen es, zwei weitere Stalker sind im Bau. Stalker sind sehr gut gegen Marines, wenn du die am Anfang, wenn du die am Anfang halt micron kannst. Er macht sogar eine Expansion jetzt. Das finde ich mutig. Das Weil er muss auch damit ist. rechnen, weil es ein All-In ist, dass er jetzt nochmal mit Ja. 10 ankommt oder mit 12. Ja. Ja, es ist eigentlich nicht besonders sinnvoll. Ja, es ist nicht sinnvoll, aber ich glaube, es ist schon so sehr gut. Ja, okay, er hat es auch abgerissen. Aber es wäre auch so oder so. Ah, den hätte man noch retten können. Aber es ist irgendwie so oder so over, wenn man jetzt nicht zu viel falsch macht, sage ich jetzt mal. Ich meine, mehr als eine Shield Battery hätte man schon halt machen können. Ja, aber das war halt einfach over. Jungs, was ist los hier? Das war ja wieder so eine Ja, Quickie. ich meine, wenn man das halt so Okay. früh scoutet, dann ist das eigentlich ein Heimspiel, würde ich halt Aber sagen. Tia sagt gerade, er hat nur zwei Rex Ja, aber wenn du gescoutet. zwei Rex scoutest, Ja, aber es trotzdem wäre. die Antwort war halt so gut und so Okay. schnell sozusagen. Ja, so. Also an Zürich dann vielleicht genau. Den Tipp nicht in den Scout-Weg, die Rex zu Ja, bauen, hast du ja. jetzt gerade selber auch schon gesagt. Ja, genau. Ich glaube, Ja, das war halt so schade. das Problem, ja. Ich Krone meine, wenn statt du das halt einfach so Oberschar. dahinstellst, klar, also, ne, ich meine, was sollst du als Protoss anderes machen? Du baust halt deine zwei Gates, pumpst Einheiten raus. Im Prinzip machst du genau das gleiche wie der Terran, nur eben defensiv, hast halt Ja, mehr und das. Zeit und dann, ja. Pff. Aber trotzdem gut gespielt. Gut reagiert. Das war ja am Anfang ein bisschen knapp, muss man sagen. Also muss man ja schon zugeben. Ja, also, dann haben wir das erste Spiel schon. 2 zu 0 für den Tial. Herzlichen Glückwunsch. Dann können wir die Wette Ja. gleich auflösen. Einen Moment bitte. Tut mir leid, Rebel Rebel, deine 100 Channel Points sind direkt weg. Nein. So, Ergebnis wählen. Und Tial hat Ach ja. gewonnen. Feuersage abschließen. Naja, nicht schlecht. Erste Game schön aggressiv gespielt, zweites Game gut verteidigt. Ja. Aber Reva, du bekommst noch eine Chance. Jetzt nicht, weil du jetzt dagegen Bliesk. Ach so, jetzt ist Bliesk da oder Blesk. Weil du jetzt da bist, schreibt man das oder sprechen wir das mit I, also Bliesk oder anders? Blesk oder Blesk oder. Vielleicht steckt ja was anderes dahinter. Bliesk. Blesk mit langem E. Blesk. Blesk. Okay. Blesk. Dann Blesk. Dann machen wir das Blesk. so. Das ist doch wunderbar. So, warte. Ich mache die nächste Wette auf. Ihr habt wieder 2 Minuten Zeit.
Wir wollen ja direkt weitermachen. Wer gewinnt die zweite Series des Abends? Zack. Und wir haben einmal den Blesk oder den Waver Rebel. Oh. Zack, ja, zwei okay, Minuten. Ja, doch, doch, also doch Englisch so gesehen, ne? Also Blesk. Anscheinend. Ja. Bestimmt. Ach, der nee, Xung das ist nicht deine so. Chance. Das ist nicht deine Chance, deine Punkte wiederzuholen. Ja, das wäre unfair. Blesk. Okay, Blesk. Einfach Blesk. So. Ich dachte jetzt Blesk. Ach Mann, jetzt hör auf. Aber Elektro-Iger hat auch Blesk gesagt. Ja, ich meine, der sollte es ja dann wahrscheinlich wissen. Hallo Xung, genau. Ich bin auch gerade dabei, den Xung zu begrüßen. Zack, mein Freund. Guten ach, Abend. Xech und Xung, ey, das ist ja so wie Ying und Yang. Ich kann das nie auseinanderhalten. Es tut mir leid. Ich weiß es natürlich aus der eigenen Erfahrung. Ich weiß genau, wer Xung ist. Er ist der Terraner, der mich gnadenlos in der... Es war ja auch eigentlich unfair. Wie es... Ja, stimmt, ja, die haben ja jetzt mittlerweile irgendwie 4K oder sowas. Haben eine APM höher als Hero Marine. Keine Ahnung. Also wahrscheinlich werden die... Er hat mich so auseinandergenommen in der Relegation. Ja, in ein, zwei Jahren werden die wahrscheinlich hier... Oh Gott, 4-2. Ja, in ein, 4, zwei Jahren 2? Werden die wahrscheinlich hier auf dem Nachbar-Channel bei der ESL mitspielen. Doch. Also, dann kannst du ja bald Xung so, gegen Sentry spielen. Ach so, oh Gott. Nee. Jetzt habt ihr nie so. Was? So, soll ich starten? Du kannst in 15 Sekunden starten mit der zweiten Runde. Haben wir uns jetzt auf Blesk geeinigt? Ich kenne ja, eure Namen nicht. Blesk. Also, Blesk. Ich bin der Akuro und? Ich bin der Sentry. Genau. Nice. Also, der mit der alten Stimme quasi und der alte Mann hier, das bin ich, der Akuro. Und der mit der Ahnung und der Technik und dem Wissen von dem Spiel, das ist Sentry. Ja. Zu viel der Ehre. Blesk war richtig. Ja, siehst du. Okay, let's go. Na dann, ohne Tasten. Wir gucken ja, ein stimmt. Protoss gegen Zerg. Ach hier, die zwei Clans wieder gegeneinander. Und ich bin auch dabei. Und ich bin der Uwe. Ich bin der Uwe und bin auch dabei. Genau. So, was haben wir hier los. Unten rechts? Den Raver Rebell von Team Phoenix. In Blau ein Zerg. So, und ich sag jetzt einfach Blesk mit einem kurzen E gesprochen in Englisch. Oben links in Rot der Protoss von Team Phoenix. Zentex. Was? Ach, mein Fehler. Oh Gott. Weil du auch Phoenix, siehst du? Ja, ich meine, Zentex ist völlig richtig. Nee, ja, du hast recht. Ich hab mich gerade von dir verleiten lassen. Entschuldigung. Eieiei, ich war hier auch wieder hier. Blesk. Also wir haben immerhin zwei Leute, die jetzt mal was gesetzt haben. Zyriak und Thialos. Jetzt bin ich gespannt. 95%. Ich glaube, der gute Zyriak ist direkt mal all in gegangen mit seinen Channel-Punkten. Aber gut, warten wir's ab. Ja. Ja, der Raver Revel ist auch all in gegangen. Und zwar hier in dem Spiel. Wow, das ist nice. Ja, ich wollte mich gerade schon fragen, wo Pool, wo Expansion, aber da war einfach eine Proxy-Hedge. Ja. Ich meine, schönes Ding. Es ist okay, ich finde es spannend. Ja, ganz ehrlich, also wenn ihr lange Makrospiele sehen wollt, wo die Leute sich ne, mit dem Mikro sich richtig was verausgaben, wenn wir mal ehrlich, was wir hier nicht können, dann muss man halt Dreamhack gucken. Ich finde sowas viel cooler, weil sowas siehst du halt sonst nicht. Der hat einen Gas oder? Er hat es gescoutet. Ja, ja, weil der Dings fertig ist. Ja. Der Dings, das geht natürlich. Ja. 2, 4, 6, 8 Probes, okay, ich bin gespannt. Ja, ich meine, das glaube ich. Ich glaube, das ist der richtige Call. Ich meine, okay, 2 Drones schon mal für die Spinecrawler. Also steht fertig wird das Ding auf jeden Fall. Die Frage ist, 3 sogar. Wie du dann noch anfangen kannst. Ja. Er darf es eigentlich nicht bauen dürfen, ne? Jetzt müssten ein paar Drohnen. Ja, ich meine halt, das Ding ist halt. Ja, die Frage ist, ob man da jetzt. Die kann er wieder abbrechen, wahrscheinlich, oh ja. Schon hat er nicht abgebrochen? Oh.
Und das Ding ist halt eigentlich auch, dass du eh Spinecrawler vergessen kannst, wenn die Hatch nicht mehr steht. Oh, gut reagiert, gut reagiert. Hoffentlich stirbt nichts. Gut reagiert. Sehr gut reagiert. Schön. Die 8. Wow, 8 Probes und ein Zealot killen die Hatch. Ja. Wow. Das ist ja fast, wer war das, Crash gegen Rogue oder sowas, wo musste auch so ein kleinen... Oh, der hat noch wie viele Hitpoints, ja. Der Zealot? Oh, okay, der Zealot. Sehr schön, aber es sieht schon mal sehr gut aus, außer dass Beast jetzt hier unten anfängt zu minen, was vielleicht nicht ganz so... Aber wir sehen es halt hier... Der Spine, der will nicht wirklich zurückrennen, oder? Und was wenn? Der kommt doch nicht an. Ah, das ist eine. Ich glaube, ja, das ist mittlerweile ein Full Wall, denke ich. Ja, gut, ich meine, der Stalker, okay, der könnte zurückkommen, wenn man das jetzt ganz gut anstellt. Nicht schlecht. Schöne Runde gedreht mit den Jungs im Hintergrund. Ja. So macht man das. Lauf, Spiny, lauf. Genau. So, direkt Expand. Ja, das sieht jetzt erstmal etwas bitter aus für Raver Rebel. Ja. Was macht der Spinecrawler? Der läuft immer noch. Ist ein bisschen traurig. Wie viel hat denn der jetzt? Der hat ja noch ganz schön viel. Ich dachte, der geht schneller runter. Achso, der verliert keinen. Oder was meinst du jetzt? Der verliert kein Leben, wenn du ihn ablebst. Na, hier, der Zerg-Experte. Wunderbar. Oh. Hätte ich nicht. Ich dachte, dass der verliert, sobald er keinen Untergrund mehr hat. Nee. Also, wenn er noch weiter sitzen würde, dann ja, aber jetzt halt nicht mehr. Das ich weiß cool. gerade gar nicht, ob die noch als Gebäude zählen, wenn sie nicht geroutet sind. Oder ob sie nur als Gebäude zählen, wenn sie geroutet sind. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich glaube, sie zählen als Gebäude, selbst wenn sie uprooted sind. Aber bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher. Aber ganz ehrlich, dann war das ein cooler Move von Reva. Ja, war ein cooler Move. Also, wird jetzt halt einfach hart. Also ich meine, okay, jetzt halt vier Expansions, weil warum nicht? Irgendein Risiko musst du ja eingehen. Ich glaube, wenn man jetzt normal im Makro spielt, dann stirbt man halt eh. Aber das Ding ist halt, ich würde halt meistens, wenn ich auf sowas stoße, würde ich halt den meisten Fällen eigentlich all-in gehen als Protoss. Oder zumindest irgendwie sehr committed Aggression zeigen. Weil, so, warte mal, wie war das mit der Liga? Halt vorne bin, dann kann man ja den Zerg halt auch dafür, also dazu forcen, halt Einheiten zu bauen und nicht auf Makro zu gehen, um ne, den Vorteil weit rauszubauen. Ich denke, da vorne gibt es Void Ray wird gebaut, kommt gleich raus. Genau, ich meine, in dem Fall würde es sich vielleicht eher anbieten, ein Oracle, oder? Ja, ein Oracle zu bauen, weil. Letzten Endes musst du halt nicht unbedingt defensiv spielen. Häufig ist ein Void Ray am Anfang halt, weil du eben eventuell Rushes oder sonst irgendwas halt kaputt machst. Ansonsten kannst du halt auch einfach Oracles spielen, weil, naja, man sieht ja halt gerade, dass Raver versucht, sehr extrem hoch zu drohen. Zu spielen. Ja. Naja. Muss er ja. Meine also nach dem Count sind sie jetzt mittlerweile sogar even. Okay, wir haben warum schon so früh bei Sonne, okay. Jetzt kommen einfach nur noch Mutas. Nein, Quatsch, also kann ich mir nicht vorstellen, aber. Ich weiß nicht. Mal gucken, was sich der Reva einfällt. Jungs, was, ihr seid so gedroppt in eurem MMR, was ist da passiert? Also Reva spielt nur die Marale-Spiele. Ich ja quasi auch. Und Tialos ist sogar bei kleiner 3-2. Was ist da los? Bei Saisonstart waren eure. Ich war nie höher. Ja, hier oben steht aber, bei Saisonstart lag das MMR in eurer Liga bei 3,475. Es sei denn, du warst nicht dabei, das kann natürlich auch sein. Aber gut, ist halt so. Ja, okay. Der Void Ray hat mal was gefunden. Das Void Ray, der Void Ray, keine Ahnung. Ach so, 3,475 bist du. Alles klar, das ist doch wunderbar. Sehr schön. Genau, ja, wahrscheinlich hätte ich mir halt einfach gewünscht, schon mal irgendwie vorher ein bisschen mit Void Race Aggression zu zeigen, jetzt da man, also man weiß ja, dass da halt eigentlich nichts kommen kann, klar, Overlords ein bisschen killen, scouten ist halt auch nicht schlecht, aber mal so ein paar Worker töten, mal die ein oder andere Queen oder eben da kriegst du ja eh Overlords immer an der Basis vom Zerg, da werden ja eh irgendwelche rumstehen, die kann man sich ja dann eigentlich ganz gut kümmern, aber ich meine halt nichtsdestotrotz, ja, es wird halt hochgemarkert. Halt ich wundere mich aber, er hat noch keine dritte. Hat. Ja, aber ich meine, das ist ja das, was ich halt meine. Warum? Okay, ach, er geht jetzt auf Leben, meinst du?
Wie viel Warp Ja, oder Gates hat halt das? auf jeden Fall mal einen Push oder so etwas. Ich meine, Army-technisch sehen wir ja, dass halt Bleask halt vorne ist. Aber in den Workern ist wieder even, ne? Er war relativ weit vorne nach dem Anfang. Ja, klar. Ach ja, übrigens hattest du es ja schon quasi gecallt. Das war Der ja Mutter, wahrscheinlich das Mutas. war ja. Aber jetzt schon mal plus 1 erforschen, aber keine Mutas. Die kommen jetzt vielleicht gleich bei 1000 Gas und da haben wir sie. 8 Mutas. Ah, ein Oracle. Ja, also die machen da schon mal echt wirklich gute Arbeit. Oh, Jetzt muss halt okay. natürlich nur noch Bleask kalt schalten und sich denken, da werden ja Mutas kommen. Genau. Zweites Stargate, ich glaube, es ist zweites Stargate oder schon. Ja, zweites Stargate im Bau. Jetzt schon. Ja, genau, jetzt halt Phoenix Production. Okay, jetzt weiß auch wie das gerade angegriffen. Bräuchte er vielleicht auch mal Sheet Batteries? Er hat auf jeden Fall genug Gas, also eigentlich scheint das gut zu sein. Die Pocket Expansion ist, glaube ich, für den Fall auch ganz okay. Weil er nicht durch einen Wing Runway angegriffen werden kann. Also nicht so einfach zumindest. Und wenn er halt das defendet, dann hat er eigentlich automatisch gewonnen. Okay. Wir wissen natürlich nicht, ob Waver einfach deshalb das so aggressiv gespielt hat, weil er natürlich wahrscheinlich auch von der Tabellenkonstellation her wusste, Bleask hat bisher alles gewonnen, ja. Ist ja manchmal Ja. so, hat vielleicht ein höheres MMR, dann riskiere ich mal was. Dafür hat er sich aber ganz gut aus der Affäre gezogen. Jetzt kommt hier gerade im Chat die Frage, oder sie kam schon, wann ist nächste Woche oder wann kommt der 5. Spieltag? Ja, den werden wir nächste Woche casten von Liga 11. Und sehr wahrscheinlich, muss ich mich noch mit Sentry abstimmen, ist das dann wieder am Mittwochabend. Das ist ja unser normaler Tag. Aber ich kann da morgen nicht. Deshalb haben wir es heute vorgezogen. Also sehr wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch. Schauen wir mal. Ja, wahrscheinlich. Ich denke, da habe ich auch Zeit. Das ist alles gut. Genau. Ja, okay, wie wir halt sehen. Es wurden halt Mutas gebaut. Aber so wie ich schon eigentlich befürchtet habe, oder was ist befürchtet, wie ich es mir halt gedacht habe, Bleask kann das wirklich sehr gut abwehren mit Sheet Batteries, mit Phoenixen. Im Prinzip gibt es da halt eigentlich kein Opening mehr für Raver Rebel. Von daher sieht das extrem gut aus, erstmal für Bleask. Die Frage ist immer nur bei so einer Situation, wenn man sich zu lange Zeit lässt, oder? Dann wird es irgendwann wieder schwierig. Weil du darfst ja jetzt Ja. nicht anfangen, die andere, sagen wir, den anderen ausmaxen zu lassen. Das ist ja, Ja. was er, also das wäre jetzt meines Erachtens falsch. Also irgendwann, ich gehe mal davon aus, er hat das auch auf dem Schirm. Wenn er halbwegs Richtung vielleicht 150, 160 unterwegs ist in Supply, dann wird er wahrscheinlich Ja, auch mal also rauspushen. ja, ich meine, ein bisschen sammeln finde ich auf jeden Fall halt nicht verkehrt. Aber dann muss halt natürlich auch der Push kommen. Wir sehen es auf jeden Fall mehr Phoenix. Oh Gott, 14 Mutas in Production. Okay, das. Wow, und jetzt geht's ab. Und Also, jetzt, ich meine halt, die ganzen oh, eigentlich Phoenix sind Bundes halt fressen. schon gebaut. Und von daher. Ich glaube nicht, dass es jetzt den Ausgang jetzt wirklich entscheiden wird. Also Die die kommen jetzt vor allen Dingen alle Mutas. nacheinander auch noch an hier. Eieiei, von jeder Hedge drei Dinger. Das ist ärgerlich, Waver. Das ist ärgerlich, Waver. Das war sein Trumpf. Man sieht, er sitzt in der Army Supply quasi 70 gegen 24, 69. Nice. Army Supply, das. Da müsste jetzt einfach nur rübergehen und dann war's das. Im Prinzip macht er das auch, man sieht's ja auf der Minimap. Jetzt geht's los. Ja, also, eigentlich brauchst du ja nur noch rüberfahren, ne? Also, es ist Ja, ja ja. jetzt. Aber da hat, ja, muss man sagen, gut rausgemacht nachher, nach dem Start. Und jetzt ruhig zu Ende gespielt. Manchmal kann man sowas ja auch verlieren. Guck mal, so bei 150, 160, als ob ich es gewusst hätte, ist er drüben und zerlegt quasi einmal die gesamte. Ja. Dritte ist das ja mal gewesen. Oh, schöner Surround zumindest, trotz allem. Ja, aber. Ich meine, jeder Trade. Oh, nice. Auch noch ein paar Sehr schön. Vorstehen. GG. Ja. GG. Sehr gut, Bisk. Auf jeden Fall ein Stark. guter Versuch.
muss man dazu sagen. Aber da war Bleach einfach wirklich sehr, ja, wie soll man sagen, wie eine Confident. Mauer. War sehr Genau. solide. Super, Jungs. Nice. Komm, ich schreibe auch mal ein GG hier rein. Zack. GG. Nice. 1 zu 0. Das heißt, wir haben jetzt bis jetzt dreimal Protoss-Siege hier. Eieieiei. Protoss OP. Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist halt manchmal so. Lucky Luke ist auch da. Guten Abend, Lucky Luke. Komm mal her. Ah, da Komm kenne ich mal ja alle her. hier. Komm mal her, mein Freund, den wir alle mal begrüßen. Jeder kriegt hier heute seine Jeder Brille. kriegt hier Ich was. weiß gar nicht, habe ich den Bleast vorhin begrüßt? Ja, Protoss OP habe ich auch gehört. Ja. Weiß ich gar nicht. Ist halt so. Ja, bei dir gegen Hansen muss ein Protoss gewinnen, mein lieber Tialus. Ach, herrlich. Zung, natürlich hast du eine Brille bekommen. Geh nach oben gucken. Dich habe ich doch auf jeden Fall mit Brille versehen. Also, das wird mich doch wundern. Du hast mir doch sogar geantwortet. Aber mein Fehler, du hast recht. Ich habe dir nur guten Abend gesagt und keine Brille geschickt. Eieiei. Du kannst einfach starten. Ich unterhalte den Chat. So, Jojo. zack, jetzt hast du deine Brille. Sehr schön. Okay. Na dann. Geht's in die nächste Runde wieder hinein. So ist es. Da haben wir auch gleich schon den Raver-Rebell in Blau oben rechts, unser Zerg. So, das war Team Phoenix, genau. Und ich konzentriere mich jetzt, denn hier vom Team Zentex, der aktuell Führende mit 1 zu 0, links unten in Rot, der Protoss Blisk. So, mal gucken, was sie jetzt auspacken. Oh, direkt unten. Oha, Das ist direkt cool. Pause hier. Vielleicht Go, whoopsie, taktisch? ich bin zu dumm dafür. 3, 2, 1, go. Okay. Was war da los? Sagt Eine ihr das jetzt Pause? in Kennenwort? Was? Von Nein, Quatsch, unten? nicht. Gate direkt Wieso auf die nicht? Rampe gestellt. Da würdest du einen Kenrush von da unten spielen? Das Ja, kannst du aber alles machen. ja, kannst du zumindest immer die zweite Basis gerne Ich beschützen. meine halt, wenn du Aber. Parting bist und halt danach noch irgendwie Robo machst oder so, dann macht er das halt natürlich oben, aber ansonsten, ja, ich glaube schon, dass Maus. oben sicherer ist, aber Ich denke auch. Die Maus oder Maus hat da Keyboard hätte ich rausgezogen. rausgezogen. Okay, dann hat er wieder. Eieieiei. Was Kommt ist der da Block? los? Wie? Na und? Ah, er Was? schafft sogar noch. Ja. Ah, War zu wenig. nicht Weil er schlecht. hat Pool First gespielt, ne? Ja, Muss zumindest mal halt gucken. recht Ah heavy ja, Pool. Habe ich jetzt genau. tatsächlich nicht so geachtet, was für eine Art von Pool. Jedenfalls ja, Pool First oder Glaube sie Early nach Pool. Standard 16 oder so aus, oder? Wobei jetzt schon relativ weit. Ja, Vielleicht war es noch schon. 14. Was Boah. sagen? Und die Boah. Linge, die ersten sechs sind unterwegs. Im Bau. Achtung, wir wollen nicht übertreiben. Sie Oh, sind ist gleich 17 unterwegs. Pool. Also dann doch Ja, der. okay, dann ist Okay. es. Das ist ja Siehst du, völlig in Ordnung. habe ich ja gesagt. Siehst du, Raver hat sich bestimmt genauso wie ich gedacht. Jetzt kommt doch bestimmt ein Cannon Rush nach dem Pause. Okay, ich glaube, der Pause war eher von Raver. Aber egal. Zählt Was ist trotzdem. das? Er Bestimmt. will ihn noch anlocken oder Siehst was? du, Das ist ich interessant. hab's gecallt. Keine Reaktion. Sieht er sieht's nicht, ne? Na, wobei, ich Weil es glaube, die. hinter Oder? Nee, also ich meine, er sieht es halt natürlich nicht hinter der Hedge, aber. der. Schön. Mist. Die Sonne ist traurig. Keiner reagiert auf mich. Keiner kommt mich besuchen. Breche ich wieder ab und gehe nach Zerglinge Hause. sind wahrscheinlich auch traurig, dass die Probe nicht nach oben laufen wollte und dann Um konnten was zu Zerglinge gucken. nichts fressen. Und die anderen, die waren drüben und sind aber nicht Supply reingegangen. Block? Supply Block? Ja, na, er hat den Pylon drüben gesetzt und wieder abgebrochen. Ja. Ist jetzt natürlich doof bei insgesamt sechs Linken, also wären die rübergelaufen. Gut, ist jetzt nicht Game Ending oder so, aber es ist schon nervig. Aber wie gesagt, ist ja nichts passiert. Ich sehe aber Außer eher ein paar Roaches, die hier gleich drüben ankommen. das jetzt. Ja, schon Rave hat jetzt auch gerade gesagt, hat er nicht mitbekommen. Den Pylon? Naja, hat er nicht Oder mitbekommen. dass du drüben Also nicht ich reingelaufen glaube. bist. Ja, jetzt. Nee. Aber So, jetzt wird's ja, interessant. Roach Ravager.
Haben wir überhaupt Also, irgendwas gerade drüben? Army Supply sieht nicht so gut aus, muss ich ein sagen. Adept war im Bau. Ich weiß nicht, wo der hin ist. Also eine Einheit ist gerade gestorben, weil nur noch zwei Oh. Army Supply. Ja, dann war das wahrscheinlich der Adept, der rüber Ich geschädigt habe ist. sehr das Gefühl, dass das Spiel jetzt gleich enden wird. Ja. Direkt auf die Shield-Batterie. Damit fühlt man sich jetzt nicht mehr so gut. Ja, Wow. genauso wird Okay. auch die Shield-Batterie wahrscheinlich nicht so im Fokus liegen. Oh, sind sogar offen. Ist alles durch. Ja, Kannst du genau. durchrennen. Rotes Scouting verhindern mit den Lingen. Okay, das ging Genau. Das zügig. ging schnell. Ja, ist schlaue Taktik. Also war gut. Also die Pro wollte nicht scouten, aber hätte sie scouten wollen, dann hätte sie wahrscheinlich auch nichts gesehen. Ja, Diesen sehr gut. Rampe Stormwind. zugestellt. Ja, Sehr GG. stark. Nicht schlecht. Super. Sehr gut, Reber. Na, siehst du, geht doch. Das heißt, du hast dem Führenden eurer Liga immerhin schon mal ein ganzes Spiel abgetrotzt. Vielleicht kommt ja noch eins dazu. Ja. Wir sind gespannt. Oh, Wir ich habe sind den gespannt. Punktestand ja in gar keinem Spiel verändert. Eieiei. Also Wie jetzt? Ingame-Punktestand, meine ich. Aber egal. Muss ich mir jetzt im Hinterkopf behalten. Was meinst du damit? Du musst ja nur eine 1 bei Reber Ja, machen, nein, oder ich meine was? jetzt Ingame, also im Ah, sorry, ja. Replay-Overlay-Dings. Okay, alles klar. Also Das falls können ihr wir jetzt das ja seht machen. im Chat, dann, keine Ahnung, schreibt. Genau, ihr dürft uns gerne unterstützen. Aber Genau. jetzt vergessen wir es nicht. Bestimmt Okay, nicht. dritte Map. Dritte Map. Dritte Map kommt. Wird So. lustig. Backseat Backseat Gaming Gaming activated. Oh activated. je, oh je. Jetzt kommt Guten der Arena Abend an den Reaper. Meister. Warte, jetzt müssen wir natürlich auch begrüßen hier. Eieiei. Und Ja, der ich begrüße hier selbst. den Blease rechts oben von Team Zentex, der rote Protoss. Ah, jetzt fängst du mal mit dem Bruder. Okay. Er kriegt auch Okay. seine. Alles gut. Dann kann ich jetzt nämlich Team Phoenix sagen. Waverable, blauer Zerg, links unten, gerade ausgeglichen zum 1 zu 1. Und wir sind Ja, kann ich ja gespannt, mal. was wir im dritten Game jetzt für eine Strategie sehen. Richtig Action zumindest wieder in Liga 11 bisher. Wunderbar. Ja. Es sieht Beide erstmal vom Male Standard aus. Raver Rebel hat natürlich irgendwie, also in beiden Fällen hat ja Raver Rebel stark, naja, gecheest oder Aggression gezeigt. Also würde ich mich jetzt als Blisk wahrscheinlich mal darauf aufstellen, dass das jetzt auch kommt. Aber Er geht vielleicht ist direkt es. dorthin und baut Ja, ich seine meine, das Ledgehog, hat ja auch okay. funktioniert, also bei Blisk sozusagen. Also, ich meine, er konnte ja ein bisschen blocken. Jetzt denkt er sich halt, ja gut. Okay. Machen wir Ja, das nicht halt. schlecht. Ja, wir freuen uns, dass Mara uns auch hier quasi beiwohnt. Hoffen, es geht Ja. ihm schon langsam besser. Ach so, schreibt er gerade besser. Noch nicht komplett fit. Ja, wieder zum Gucken reicht, das ist gut. Ja, ist doofe Zeit. War auch ein bisschen angeschlagen. Freundin ist jetzt krank. Keine Ahnung, hoffentlich erwischt es mich nicht. Aber der Mara ist auch schon wieder so fit, der trägt auch nebenbei in Liquipedia alles ein. Das ist fantastisch. Oh. Da freuen wir uns. Ich wollte gerade sagen, Das. hat ja für uns auch schnell aufgeräumt und schnell alles bereitgestellt an den ganzen Replays. Es ging ja schon echt fix. War ziemlich gut. Ja, das alles im Blick zu haben, ist auch nicht so leicht, glaube ich. So. Was haben wir drüben? Eine normale Wall beim Protoss? Ja. Ja, okay. Noch nicht mal. Also Da fehlt noch. halt. Ja, ich wollte gerade sagen, Nexus vor, denke ich. Jetzt dieses Mal auf den Pylon gesetzt und nicht vergessen, nicht im Supply Block gelandet. Okay, jetzt haben wir hier halt auch die dritte, würde ich gerade sagen, dass man vielleicht gleich ein bisschen schwitzen müsste, wenn die dritte Ey, nicht Leute, da ein. ist. Sieht nach einem ganz normalen Game aus erstmal. Ah, Was ist hier Respekt. los? Das kennen wir gar Aber es nicht von Liga, ey. ist ja manchmal so, dass natürlich eine dritte Map, da denkst du dir so, okay, jetzt muss ich ein bisschen Standard und vorsichtig spielen. Ne? Das ist Ja. genau da kommt es dann. Da ist man dann einfach, die Naja. entscheidet ja alles. Der Aber erste, woher. ja gut. Ja, woher blieb trotzdem wahrscheinlich mit ja, Nexus vor Core ja auch nicht unbedingt einen defensiven Ansatz gewählt hat. Sondern halt trotzdem stark makro-orientiert und ein bisschen halt, ne, ein bisschen risky, würde ich halt sagen. Also, ein der Depp ist unterwegs, Speed ist für die Linke unterwegs, Stargate haben wir, okay. Ja, Stargate fast Aber fertig.
Sogar relativ früh, würde ich sagen. Also ich wollte gerade sagen, da fehlt nämlich noch was in der Mauer. Nein, ich gehe kaputt. Ja, das ist halt das, Komm. was ich auch im letzten Game befürchtet habe. Ah, Ich meine, die sind halt nicht ja. Warum game-ending, geht er aber denn es ist. raus? Okay, ich hätte. Ja. Okay. Ja, ein bisschen Micro, das geht schon. Ja. Also, Ich wollte gerade sagen, mit ein bisschen Micro hätte das auf jeden Fall. Was macht denn der Depp da? Der Depp da kriegt wenigstens auch ein bisschen was hin. eins, zwei, aber mehr als zwei, ne? Und er kommt Ja. vielleicht raus, okay. Aber ganz ehrlich, bei vier Lingen, ich weiß nicht, ob ich auf den Adept gegangen wäre. Also ich persönlich bin ja kein Zergspieler, ich weiß. Aber ich hätte wahrscheinlich eher versucht, noch vier, fünf Sonden zu killen. Die waren ja alle da unten gerade. Ja, also ich meine, jetzt in dem Fall ist es auf jeden Fall worth it, also worth gewesen, weil, naja, ich meine, wann kriegst du denn einen Adept so gut? Ja, okay, gut. Wäre er gesaved Weg ist worden, weg. dann ja. Genau, aber Aber er kann ihn ja, ja jetzt immer noch deswegen. kriegen, ne? Ja. Ja, Ist das Ding ist jetzt. halt gerade, man hat ja eigentlich gesehen, ganz viele Dinge, aber es wurde halt noch keine Sheet Battery gebaut, halt erst jetzt. Ja. Das ist halt natürlich ein bisschen doof. Noch keine. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist die Das Stargate war auch gelandet? egal. Ja, genau, das Oracle kann er auf jeden Fall unterstützen. Aber es war gut, er muss ihn jetzt defensiv einsetzen. Das heißt, er hat drüben schon mal keinen Stress. Ja. Oh, wir sehen jetzt sogar schon eine vierte Von für Reva. Raver. Cool. Also das Oracle kann jetzt nur noch scouten gehen im Endeffekt. Weil, Ja, bald hat es aber wieder ein bisschen Energie, also das wird schon. Aber ich meine, oh, scoutet direkt, oder? Komm, ja, vorne. noch, es Hat er fehlt noch. das? Ein halber Meter fehlt noch. Ja, genau. Ah, Ah, okay. jetzt aber. Sehr schön. Immer schön Tee trinken, sagt Lucky Luke. Er meint damals, wenn Maralekos vorsteht. Aha, und? Kriegt er? Ah. Das hat sich gar nicht gelohnt. Eine. 1 zu Nein, 1 getradet, glaube ich, das ne? willst du Das ist nicht. ärgerlich. Ja, verdammt. Bliss geht immer Nexus vor Core, auch bei manchmal bei Pool First. Wow. Ist halt natürlich ein bisschen, also klar, kann man machen, ist halt aber natürlich ein bisschen risky teilweise, ne? Ja, Aber okay. ich meine, wird er ja auch selber wissen. Also Und an die Dinge sind sich wieder unterwegs. weiß man Oh, da das steht aber jetzt einiges. schon. Aber wenn er die surrounden kann, dann geht das. Oha. Ja. Okay. Aber die Wall ist komplett zu, ne? Ja. Okay, Aber Charshot, immerhin also wieder es wird halt in drei Production rausgeholt. gar nichts. Okay, ich wollte gerade sagen, für Raver, da war gerade nichts im Production Tab. Würdest du jetzt die Shield-Batterie abreißen, noch solange noch keine neue steht? Nein. Also eigentlich würde ich auch. Warte mal, es ist halt. Warte mal, ich würde jetzt halt. Das Ding ist, ich meine, Raver hat ja hier gerade gesehen, guck mal, Full Wall, Raver hat gesehen, ganz viele Zealots. Raver hat gesehen, offensichtlich macht Twilight Council irgendwas. Also könnte man jetzt davon ausgehen, dass jetzt ein Rush kommen wird. Also von innen. Er hat halt trotzdem irgendwie 16 Worker gebaut oder so. Hat jetzt halt einen massiven Worker Lead. Ja. Wenn er das hält, klar, GG. Dann ist er, ne, dann hat er einfach gewonnen. Aber wenn er, aber es ist halt jetzt schon gut möglich, dass er es halt nicht aufhalten wird. Also er reagiert zwar auch mit dem Baning Nest, aber es ist könnte Ja, zu spät sein. Schau mal, ich ich bin meine halt, gespannt. Roaches sind halt ziemlich. Ich meine halt, selbst Banelings sind nur mäßig gut, wenn der Protoss ein bisschen splitten kann oder eben Oracle verwendet, Stasis Ward etc. Das kann halt trotzdem auch in Sentries gut, die So wie hier werden. gerade. Ja, Aber. ich würde halt sagen, es ist halt nur semi-gut verwendet, weil ich meine, du könntest ja einfach auch irgendwie Choke oder so und dann einfach hier eine komplette Seite wegsperren. Aber genau, also man sieht ja im Prinzip jetzt, ja, so in der Art. Die waren Man besser, sieht ja halt genau, sehr das, was ich schön. jetzt gerade befürchtet habe, dass man jetzt einfach ein bisschen zu viel Worker gebaut hat. Schön die Queen mit rausgenommen. Ach. Nein. Wow, Also schön warum so gemacht vom früh? Beast, ist so ist nicht, aber ist halt wirklich sehr ärgerlich, weil eigentlich hatte Raver Schade. alles, was er eigentlich wissen wollte, hat er ja sozusagen mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert bekommen. Also sein Overlord stand ja direkt da. Ja. Das ist ärgerlich, aber so geht es mir auch echt oft, ne? Das ist das Ja. große Problem wahrscheinlich von uns allen. Ja, ich sag trotzdem mal alles, was unter Liga 10 ist, also das schlechter ist, haben alle das Problem, so einen Scout auch so richtig zu verarbeiten. Also Ja. ich hätte jetzt auch,
Schwierigkeiten wahrscheinlich Ich damit gehabt. meine Aber wahrscheinlich sogar, du siehst sowas natürlich. wenn Blisk halt wahrscheinlich den Overlord angegriffen hätte, dann hätte sogar vielleicht Raver gesagt, ah, okay, hier ist irgendwas falsch. Ja, weil er dann wahrscheinlich wirklich aktiv mal drauf geguckt hätte und gesehen hätte, was da so passiert. Ja. Das ist Also, schon. Blisk, Blisk. 2-1, Ja, schön nächster gemacht. Sieg. Dann Dieses Mal war sind er wir der gespannt. Aggressive. Ja. Wobei, ja, doch, kann man so sagen. Ja. Ja. Ja, Tialus, das geht mir auch so. Ah. Also, es sind ja wirklich zwei Seiten der, nee, eigentlich drei Seiten der Medaille. Erstens einen Scout überhaupt losschicken, dann den Scout auch noch beobachten, also nach dem Motto, was baut derjenige da eigentlich? Und dann noch das Ganze zu verarbeiten, was mache ich denn mit den Informationen? ja, und in der Zwischenzeit musst du all den anderen Kram ja auch noch machen. Wunderbar. Ja. Ein schönes Ding. Ja, aber es ist Ja. halt, also das, was halt immer so schade ist, weil das ist ja sozusagen eigentlich das Zerg 1x1 sozusagen. Also, ich meine, er war halt auch Vorbase und dann musst du halt einfach gucken, guck mal, kommt jetzt eigentlich überhaupt irgendwas oder kommt halt nichts, ne? Und das ist halt sozusagen, das ist halt wirklich die Schwierigkeit bei Zerg. Und wenn du halt Vorbase bist, keine Ahnung, wenn nichts kommt, dann hast du wahrscheinlich gegen Two-Base gewonnen. Aber wenn was kommt, musst du es halt aufhalten. Und dann musst du halt genau diesen Check eben machen. Guck mal, baut der Dritte? Ja, nein. Was hat er überhaupt jetzt vor? Hat er irgendwas in der nächsten Minute vor? Ja, und dann bist du eigentlich safe raus, wenn du das halt rauskriegst. Aber ja, auf jeden Fall eben schön gemacht von Blisk. Und wir hatten ja schon echt schöne solid advice. Ich weiß jetzt nicht, ob das ironisch ist. Es tut mir leid, wenn ich dich damit ein bisschen Einmal ins Video und nicht eins zu sein. Also, ich habe die Wette mal aufgelöst. Keine Ironie. Da weiß ich immer noch nicht, ob das Ironie ist oder nicht. Nein, Alles gut, alles alles gut. gut, alles gut. Wir können ja sagen, was wir sehen. Und es ist ja in Ordnung. Und ihr Ja, sollt nee, eure es ist Spiele ja auch schon. sehen. Das kann ich aber auch gut Und nachvollziehen. Also. das ist in so einem Moment, vielleicht hast du dich ja auch nur verdrückt. Aber ich habe sowas damals auch immer bei Zerg. Immer erstmal schön den Button mit dem W Ja. gedrückt. Und ein Sentry ist im Dreieck und er sagt, du wirst doch gerade angegriffen, du kannst da jetzt nicht schon wieder Drohnen bauen. Aber ich denke mal als Zerg, Drohnen, 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 Drohnen. Ja. Ach, herrlich. Meine schönen Punkte sind weg, Thialos. Warte, du kannst übernächste Runde wieder mitmachen. Jetzt kommt ja erstmal dein Spiel. Ich mache eine neue Wette auf. TI gegen Hanson. Wer gewinnt die dritte Series? Ja, aber ich meine, das habe ich halt auch schon. Ja, ich meine, bei unserer Musik im Pott gab es ja auch so das Problem, dass er dann im Prinzip genau das Gleiche gemacht hat. 12-Pool into, keine Ahnung, Makro hat ordentlich was gerissen, sein Gegner hat nicht expandiert und dann wurde er einfach halt umgerusht. Was ich dann halt auch fragte bei 4K MMR, ja, wieso, woher sollte ich das wissen? Das ist halt tatsächlich manchmal ein bisschen schwer. Ja, Zu sehen. also Und ich meine, alle gerade Informationen, Protoss ist halt wirklich hart, was das angeht. alle Informationen in diesem Spiel sinnvoll zu verarbeiten, Ja. ist ja schon schwer, allein wenn zugucken. Wenn du dann überlegst, du müsstest auch Ja. noch Ich meine, man spielen, muss halt schon Wahnsinn. sagen, dass ja Zerg und Protoss relativ ähnlich ist. Also im Sinne von, du guckst einmal nicht hin und dann steht da irgendwie so eine unglaublich große Armee. Ja. Ja, Von tja. daher. Also die Wette ist offen, ihr habt noch 1:30. In einer Minute starten wir das Game. Bei den ersten 30 Sekunden gehen wir mal davon aus, passiert nichts. Eine Forge könnte man nach 40 Sekunden, glaube ich, bauen. Habe ich heute selber gemacht. Ey. Hast dich ja gleich wieder da von mir distanziert. Ich fand das gut, dieses Bild. Distanziere mich immer von Cheese. Ja, wir wollen ein bisschen Spaß haben. Außerdem habe ich Fenric Action versprochen, dann kann ich ja nicht aufhören, dann muss ich auch ein Ja, bisschen Action ist machen. natürlich wahr. Ist Wo ist der natürlich eigentlich? Der wollte doch vorbeigucken. wahr. Er wird schon noch. Vielleicht Ja. ist was Spannendes auf der anderen Seite gerade unterwegs. So, wer ist denn von euch beiden favorisiert? Von Tial und Hanson? Ja, also keine Ahnung. Ich meine, es ist deine Liga. Tial hat jetzt 2-1, Hanson hat 2-1. Wenn Hanson da ist, könnten wir ihn sonst mal fragen, ob er Hanson heißt oder Hanson. Sonst bleiben wir erstmal bei Hanson. Auf jeden Fall wäre es gut, wenn ihr. Du kannst uns starten. Okay. Wenn der lässige Lorsch ist da. Du hast gegen beide. Ich gewinne. Wer ist Lässiger. eigentlich lässiger Lorsch?
Du warst heute Mittag schon da. Spielst du eigentlich auch mit in der Liga? Und guck mal, wenn ich jemanden sehe und der noch nicht begrüßt wurde, dann mache ich Dann das heute sofort natürlich auch noch. begrüßen. Zack! So wie Natur! ich den Tial oben rechts, der rote Protoss von den Outlaws. Jawohl. So, und ich habe jetzt dafür unten links in unserem PvP des Abends den blauen Protoss Hanson. Und dieser ist vom Team GDA. Da haben wir wieder die Krieger der Apokalypse, war das, ne? Jo. Die Guerriers der Apokalypse. Perfekt. Ich werde jetzt auch ein bisschen Französisch lernen dürfen, weil meine Tochter jetzt auf dem Gymnasium Oh, Französisch, in eine Französischklasse gekommen ist. Sie ei. war erst total unbegeistert, weil sie Spanisch lernen wollte. Hätte ich auch Und nicht auf die Reihe gebracht. ja, haben wir sie auch angemeldet, aber im Endeffekt, ne, es geht um Listen und dann wird ausgelost, dann hast du halt mal Glück oder Pech. Sie hatte das Glück, mit ihrer Freundin in der Klasse zu kommen und von daher ist er im Französisch auch in Ordnung gewesen. Und jetzt, was soll ich hier sagen? Französisch ist ein super Fach. Ihre Klassenlehrerin ist die Französischlehrerin. Die ist eine nette, die ist noch an den Kindern interessiert, ja, und bringt denen das ordentlich bei. Und schon, bupp, ist Französisch nicht mehr das Problem, sondern Englisch. Ich habe, glaube ich, immer nur gemeine Französischlehrer oder Lehrerinnen gehabt. Also, das irritiert mich. Wild Guess, das ist Hansen. Okay, was sehen wir denn hier? Kriegen wir einen Pein im Block? Okay. Ich hoffe. Man kann auch mit der Probe Komm schon schon. mal hin und her Komm rennen, ist schon. in Ordnung. Komm schon. Jawohl. Ja, doch, müsste Das ein geht, bisschen. ja, Ja, das geht. Ich habe es ja auch geschafft, daneben zu bauen. ja. Aber ich bin halt immer beeindruckt, dass einfach Hanson es immer schafft, zu spät Gas zu nehmen, ohne dass blockiert wird. Also wahrscheinlich, weil das unten so lecker aussieht vom Pylon-Block her, dass man Ja. sich halt denkt, ah, okay, da gehe ich nicht hoch. Okay, dieses Mal tatsächlich hat man in den letzten Spielen ja, glaube ich, nicht gesehen. Der Zealot am Anfang, um das, um den Pylon eben zu kaputt zu Aber er machen. will auch die Sonde kriegen, damit sie nicht noch einen Cybercore Ja, wahrscheinlich setzen kann. da ist Aber er er. schafft's nicht. Da ist er. Dieser Internet-Rambo, diese Sonde. Guck sie dir an. So Ich meine, frech. drüben haben wir das gleiche Spiel, ne? Allerdings kümmert sich Lässt sich Tial. das hier noch. Ja, lässt sich das noch irgendwie ein bisschen Zeit. Okay. Ist das. Was war das? War das ein Stargate? Direkt in die Wall? Ja, ich meine, das Guck wird ja an. häufig gemacht. Okay. Auch bei Turmwall, Pro. Stargate, ja, yeah, das wird halt häufig so gemacht. Also das ist halt so, dass dann, wenn halt da Walls, dann willst du das üblicherweise schnelle Expansion, Full Wall und dann Stargate, ja. Aber als Full Wall, okay. Ja, Da habe ich nee, noch gar nicht so macht richtig Maxpacks mitgekriegt, halt ne? auch. Also ich meine halt, wenn das Maxpacks macht, dann ist Können das wir das auf auch jeden machen, Fall gut. theoretisch. Ich meine, Maxpacks hat wahrscheinlich ja wirklich das beste PvP überhaupt. Bin mir jetzt nicht sicher, ob SOS auch irgendwie drankommt oder sowas, aber Bin so gespannt, wenn wir den mal sehen. Ob wir den jemals sehen. ja, den Prinz von Dänemark, ja. Gute Worker-Production erstmal von TI. Nicht schlecht, immer konstant. Auch wenn die Six-Pension hier sind sogar eigentlich relativ ähnlich, ne? Etwas weiter hinten. Von der Expansion her, aber sollte halt okay sein. Im Prinzip machen wir auch quasi eine ähnliche Build. Also jetzt so von den Buildings her, was wir jetzt vorhaben. Ich überlege jetzt gerade, warum er mit dem Oracle noch nicht rüberfliegt. Gibt es da einen Grund für? Wartet auf das zweite. Ah, er wartet auf ein zweites. Ah, es wird Ja, gescoutet. also ich meine halt beide spielen halt extrem defensiv, ne? Ja, Also okay. ich meine, Völlig Liga okay. 11 untypisch. Ja, das stimmt. Ich meine, okay, ist hier halt mit okay, zwei Sentries, ja, wahrscheinlich halt auch gute Scouting, aber halt die Stalker sind ja dann nicht irgendwo in der Mineral Line oder so. Ansonsten, ich meine, mit einer Full Wall könnte man davon ausgehen, also Full Wall plus Stargate, dass da jetzt nicht so viel Aggression ground-technisch kommt. Könnte dann natürlich irgendwie eine Probe rüberschicken oder eine Scouting Unit oder keine Ahnung, mal mehr Phoenixe da halt stehen lassen.
Also halluzinierte natürlich. Okay, jetzt hier, das ist halt das, was ich sehen wollte. Gute Verteidigung. Vielleicht halt, keine Ahnung, die Phoenixe irgendwo weiter unten aufstehen lassen oder ja, weil ich meine, wahrscheinlich kommt ja das Oracle immer so von hier unten, damit man das möglichst spät sieht, möglichst nah an der Mineral-Line ist. Aber ja, beide Sind zwei schon, erstmal. ne? Genau. Okay, jetzt bin ich Ja. gespannt, was sie kriegen. Ich meine, sind zu zweit, mindestens drei, vier Worker sollten es sein. Aber wie du schon recht hast, wenn die Phoenix jetzt direkt ran gewesen wären, aber es. Werden sie aber nicht. Aber das ist halt. Ja, ich meine, ich hab. Oh, direkter Recoil, nicht schlecht. Force Field. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich verklickt. Ich glaube, verklickt. Vermute ich. Naja, passiert. Ich schicke Böser meine Worker Oracle immer schon mal auch im Kampf geht direkt an dahin. die Ehe. Ja. Dieses Vorschild war geil. Wild. Da wild. Das ist. Ich schicke die Einheiten extra weg von den Mineralien. Okay. So, jetzt muss er den. Okay, das Gate komplett aufmachen. Sehen wir jetzt ein Phoenix Battle? Das ist interessant. Ja. Braucht man da nicht ein zweites Stargate oder macht das mehr Sinn? Also. Ja, jein. Also ich meine ja, an sich halt schon, wenn du halt nicht unbedingt Stalker Production halt hast, weil das Ding ist halt, es klaut dir natürlich auch Gas, dann hast du halt kurz erstmal kein Phoenix Lead. Und wir sehen ja jetzt hier von Fial, dass er 4 hat. Ja, den könnte er auch noch kriegen, den letzten. Okay, aber das heißt, genau. Ich glaube, den kriegt er auch gleich, weil die Jungs Wahrscheinlich. gehen rüber. Und er wird die Oracle jetzt auch kriegen. Es sei denn, Ist er halt recallt ein. wieder. Ja, es ist halt wirklich ein sehr riskanter Call, mit einem Phoenix und zwei Oracles loszugehen, während dein Gegner halt Air Lead hat. Aber es scheint Lohnt sich, also sich ein zumindest vier. bisschen schon mal. Wenn er halt jetzt nicht Als. komplett abgefangen wird, ne? Wovon man ja eigentlich was ausgehen muss. Boah. Ich meine, dann würde Das ich war mit halt Ansage sagen, hat sich quasi. das halt nicht mehr gelohnt. Also wenn die weggekommen wären, klar, auf jeden Fall, ist klar. Oh, was baut er da unten? Okay. Vier Gates, okay. Ach da, nee, warte Ja, mal, er sollte meinst auf du? Cooldown sein. Ich habe mir Meinst auch gedacht, dadurch, dass er eben gerecoilt hat, wird das nicht du? normal können. Ja. Das ist natürlich genau das Problem dann. Aber ich muss so schmunzeln. Also ich bin ja nicht annähernd so gut wie die Jungs hier, aber es wäre genauso ein Move, wie ich mache. Ich renne dann los. Ich hauptsache, ich kann irgendwas killen. Und dann so, ja, es macht aber gar keinen Sinn, weil dann wäre ich Ja. abgefangen und verliere mehr, als ich gewonnen habe. Ja? Das Ja, ist ist schade gefährlich. eigentlich. Also ich meine halt besonders, du kannst ja halt mit Oracles trotzdem ja schön Firlefanz treiben. Also halt ganz viele Stasis Wards setzen oder sowas. Klar, ist Boah, jetzt in der jetzt geht's nächsten los. Sekunde jetzt nicht so wichtig, weil offensichtlich werde ich hier weiter mit Phoenixen halt ein bisschen was machen. Ist auch natürlich absolut der richtige Call, aber halt für später ist ja immer noch gut, Revelation zu haben. Generell Einheiten einfach wegzuschmeißen, ist halt eigentlich nicht gut. Ja. Und Stasis Wards und Revelation sind schon echt stark. Also besonders halt, um zum Beispiel ja hier das Phoenix Movement im Auge zu behalten, ne? Ja. Weil das wird jetzt halt auf jeden Fall ein Problem darstellen. Hansen tatsächlich, lustigerweise, aber trotzdem mit einem höheren Supply. Obwohl er halt natürlich mehr Losses eingesteckt Hat hat. mehr Worker durchproduziert. Ja. Und die Army ist fast eben. Und halt hier, ja, hat halt eine kleine Bank aufgebaut. Er macht zu wenig mit seinen Phoenixen, glaube ich. Er könnte auch die ganze Ja, Zeit er Worker könnte, rausnehmen. Er hat ja. 8 Phoenix. Also ich meine, ich würde sagen, ja, also hier, okay, oversaturated, aber trotzdem, Worker raus, auch oversaturated. Ja, okay. Fliegt er jetzt? Nee. Los. Los. Phoenix. Wir warten auf ihren Befehl. Jetzt geht's los. Okay, jetzt Und wollen wir mal dann gucken. kommt Ich sag gleichzeitig auch der mal Push. 6. Jetzt stehen sie drüber und gucken nur. Kommt, Jungs. Hallo. Die warten auf die Gegner. ja, das ist auch nicht Guck schlecht, mal, es aber. läuft doch. Ja. Also ich meine, das Ding ist halt, ich glaube, das hat halt nur. Ah, er Ja, hat vielleicht hat unten, das. greift er gleichzeitig Ja. an. Au, zerfetzen aber mehr auf einmal. Ja. Ich würde gerade sagen, Bewegt sich auch gar das. nicht, aber er Ja, nimmt das da hat vorne ziemlich alles tatsächlich ein auseinander. bisschen geklappt, ja. Also hat halt alle Phoenix verloren.
aber. Das Problem ist nur mit dem Vieh, kann er jetzt nicht. Ja, doch, okay, er kann ein paar Stalker-Lift. Er kann halt natürlich die Archons töten, ist klar. Ich wollte gerade sagen, also ist auch supply-technisch, man sieht es ja jetzt, ist auf jeden Fall viel besser für Tial. Er frisst sich einmal durch die Worker durch, ne? Jetzt hat er Worker-Vorsprung. Ich wollte gerade sagen, also am Anfang hat es nicht so gut ausgesehen, weil einfach halt der dieses Army-Pool nicht wirklich gezogen hat. Die Army von Texas sind trotzdem einfach gut da, aber es war halt am Ende zu wenig und halt Stalker sind halt wirklich nicht gut gegen Charge-Lots. Und da kannst du halt noch so viele Phoenix haben, da frisst du dich jetzt halt erstmal durch. Der Void Ray, ja. Ich meine, die sind halt auch grausam gegen Archons. Ja. Ja, und bis die so einen Zelle töten, dauert ja auch ewig. Ja, also sind natürlich gut gegen Stalker, aber ich meine, es ist halt einfach nur Verzweiflung. Bring mir die Punkte. Ich warte lieber ab und drücke dann die falsche Taste. Kann ja manchmal ganz wie. Du, ja, das ist wie es ist. Oh, jetzt fliegen die einfach nochmal rein. Ja, aber ich meine, halt, dann keine Ahnung, ich würde mich damit jetzt nicht so aufhalten, einfach Drifter, einfach, also halt die andere Expansion, also wenn man halt nicht wirklich versuchen will, in die Main zu gehen, also man kann ja kurz scouten, wenn dann das zu heiß ist oder sowas, aber auf jeden Fall die dritte soll ich mal angucken und abreißen. Er lässt sich da jetzt ein bisschen zurückholen, ne? Muss er gar nicht, weil er ist also doch meilenweit vorne. Ja, es wird, glaube ich, nichts an der Leben ändern. Vor allen Dingen die Shield-Batterie schon gezogen, bevor überhaupt eine Einheit da ist. Reicht. Sehr gut, Tial. Okay, sauber gespielt. GG. Warum macht mein Discord denn. Macht mein Discord Geräusche im Hintergrund? Weiß ich nicht. Achso, weil. Ja, nee, ich meine, ich habe halt gehört, dass ich da was. Okay. Ja, ja. Nee, alles gut. Passt schon. Du weißt Bescheid? Alles klar, du weißt Bescheid. Ja. Lässiger Lurch, ganz ruhig. Wir haben noch. Es sind noch eventuell zwei Spiele. Warten wir es mal ab. Was? Wir hören nichts. Wer hört was nicht? Ach so. Ah, okay. Ja, alles gut. Ich habe ein Geräusch gehört. Solange ihr uns hört, reicht das. Ich wollte gerade sagen. So, du darfst dem Tier eine 1 eintragen, wenn du das hinbekommst. Wir hören nichts. Wo ist denn hier mein. Da ist es. Ich höre Stimmen. Oh, ja, Xung, Schule ist wichtig. Also ab geht's ins Bett mit dir. Schule ist wichtig? Wer hat das gesagt? Natürlich. Mensch, der Junge ist erst 15 oder 14. Ich will nichts Falsches erzählen. Sicher. Ferien sind erst in 2-3 Wochen. Ja, ich muss sowieso alle so, selbst wenn ich würde. Beides wichtig. Ist völlig in Ordnung. Du hast eine VOD-Chance. Dann siehst du in 2 Wochen. Dann kannst du in 2 Wochen. 20 jährige Klappentreffen. Ich muss mal zurückrechnen. Das wäre bei mir jetzt wahrscheinlich schon 30-jähriges, aber das kriegen die, glaube ich, nicht hin. Ja, bis dann. Gute Ciao, Nacht, Zoom. Du Nubi. Gute Nacht. Ja, gute Nacht, Zoom. Ciao. Schön, dass du da warst. Bitte einfach rauskommentiert, ich glaube es wohl. Du Nubi, sagt er. Der kann sich ja nächstes Jahr rechnen. Vielleicht sind sie dann in einer Liga, wer weiß. Ja, ich bin mir nicht sicher. Also ich meine, wenn er jetzt 4000 hat oder so, keine Ahnung, wie das jetzt bei Relikos lösen wird, aber der wird doch alles kaputt machen. Das ist doch. Du, er muss deine Liga erstmal. So, komm, weiter geht's. Wir haben ein zweites Match. Ja. Ich glaube, wir hatten mal eins nach 10 Jahren und dann war auch Schluss. Aber ist okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich überhaupt eins hatte. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nein, trotzdem Newbie. So und. Genau. Tial. Genau. Damit starten wir auch unten links in Rot unser Tial von den Outlaws. Protoss ist auch. Falls ich das vergessen habe zu sagen. So, Hanson. Oben rechts, blauer Protoss. Er liegt 0-1 hinten von den Kriegern der Apokalypse und muss jetzt mal wieder was reißen. Wir hatten das ja schon mal, kann ich mich sogar erinnern. Hat auch 0-1 in der allerersten Series zurückgelegt und hat das noch gedreht. Ich bin gespannt. Ja. Dieses Mal beide Wall oben. Allerdings hat hier Hanson mit der. Ja, mit Pylon. Tatsächlich eigentlich nie, aber ist eigentlich der sinnvolle Weg.
den Pylon halt so hinzustellen, damit du eine Battery unten hinstellen kannst. Trom. Tipp an alle, geht nicht zu Klassentreffen. Alle Anwesenden sehen noch viel schlimmer aus als in den Erinnerungen. Ja, das sehr schön. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr, sehr schön. Ach, herrlich. Außer man selbst natürlich. Ah, ich mag euch. Das ist genau das, was wir haben wollen. So, wollen wir mal weiter gucken. Genau, Hansen, spätes Gas. Mal sehen. Meinst du, er klaut dir die mit? Meinst du? Ja, komm. Einmal klauen. Das sieht doch so lecker. Komm schon. Ach, komm, Tia. Das sieht doch so lecker aus. Tu's. Nö. Ich geb dafür mir nicht aus. Einfach. Nein. Hallo? Jungs, das könnt ihr mit dem Sentry nicht machen. Der geht hier im Dreieck. Oh, das ist so frech. Das ist. Oh. Oder ist das einfach ein Reverse BM oder so etwas? So hab ich wohl nicht gesehen, sagt er. Ist halt so. Naja, passiert. Was soll's. Ach ja. Adam Protoss gegen Protoss ist es schon eine echt krasse Sache, wenn du am Anfang weniger Gas hast. Ne? Es schränkt dich massiv ein. Ja. Bliss sagt aber, es ist ihm zu teuer geworden. Ja. Okay. Ja, gut. Ist halt eine Ansichtssache. Theoretisch kannst du es ja kurz bevor es fertig ist abbrechen. Auch damit hast du ja schon was gekonnt. So wie mit dem Pylon. Aber gut. Ach ja. Doofe ja, Inflation. Jetzt verstehe ich auch. Wenn das ist halt so wie, mach niemals Mathe on Stream, weil du musst halt einfach nachdenken. Genauso sind solche Witze. Man checkt einfach, was man. Ich dachte mir schon, er hat die Probe eingebaut, ja. Ja. Gut. Oh, dafür baut er jetzt direkt. Okay. Oh, okay, und da ist der Scout. Aber und perfekt. Perfekt. Perfekt gescoutet. Also einmal Robo. Shield Battery steht sogar schon. Sogar eigentlich im Prinzip Mirror-mäßig. Einfach genau das gleiche machen. Und safe sein, hoffe ich. Maybe. Er hat dafür keine Exit hier. Okay, jetzt gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Also jo. Theoretisch. Ach ja. So, irgendwann halt zweiter Pylon hat natürlich da. Ich meine, ja, so. Ja, gut, ich meine, 54 insgesamt frei. Da wird jetzt, ja. Wahrscheinlich der nächste Pylon wird da hinkommen. Er geht raus gucken. Okay, sieht er was? Ja, hat er sich gerade selber beschossen? Ganz kurz. Das sah ja zumindest merkwürdig aus, glaube aber nicht. Naja, auf jeden Fall. Ein bisschen. Aber noch eine Batterie, aber es fehlt ein Pylon. Ich meine, er hat immerhin durch mehr Kohleboost und sowas, kann man da vielleicht ein bisschen was rausholen. Da fällt natürlich, okay, Sheet Battery, Overcharge. Man sollte auf jeden Fall mit genügend Energy haben. Ich denke aber, ein Pylon mehr wäre auch noch gut gewesen. Ja, das kann jetzt. In der Tat, okay, die Sheet Battery wird umgebracht. Direkt weg, wow. Warum geht er nicht zurück, Hanson? Du musst auf den Immortal warten. Ja, oder halt einfach mal hier die Worker pullen. Ein paar Worker pullen wäre auch nicht schlecht gewesen. Okay, aber es reicht. Er steht zwischen beiden Shield-Batteries. Ja. Aber da hat Tia wirklich, wenn er den einen Pylon. Das sind drei Shield-Batteries anpowert. Wow. Ich meine halt trotzdem wahrscheinlich ein paar Worker sacrificen für ihn. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, weil er hat halt eh ohnehin zu wenig Production, als dass er das ausgeben könnte mit einer Geld, ne? Okay, Gate ist da gerade fertig. Ich meine, ich denke, er kann es verteidigen. Ein zweiter Immortal sollte eigentlich machbar sein. Aber halt keine Shield-Batterie mehr, ne? Von den Sonden. Ja, jetzt hat er keine Shield-Batterie mehr, klar, aber ich meine, okay, jetzt kannst du auch wieder arbeiten. Komm. Hallo? Ihr seid keine Kämpfer, ihr seid Arbeiter. Geht zurück arbeiten. Was ist los mit euch? Geh arbeiten. Also wirklich. Oh, ist aber jetzt. Ja, jetzt ein bisschen Fokus fahren. Boah, alle Schmerzen. Warum geht da. Ah, okay. Ja, verstehe. Oh, das ist jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Move war. Oh, wenn er ihn Mortal kriegt, ist geil. Ich meine, er hat jetzt Mortal Production und halt natürlich auch die Sonne wieder. Ist in Ordnung. Okay. Ja, gutes Focus Fire. War gut. Puh. Ich
würde sagen, es sieht nach einem Hold aus. Ich würde sagen, es kann noch ein Schiff natürlich. Genau, er muss jetzt halt nur noch in die nächsten 30 Sekunden halten oder so. Kommt halt auch nur ein Immortal logischerweise nach und er hat dann wahrscheinlich gleich ja, den. Okay. Er geht auch zu früh hoch, Tial. Warum gehst du so früh hoch? Warte auf den Immortal. Was ist jetzt? Wo rennt er hin? Nimm deine Probes in die Hand. Ja. Oh, der Immortal rausfokussiert. Aber der kriegt ja den auch. Ah, ist gut. Sehr gut. Na. Puh. Wow, da war ein bisschen Action drin, ne? Ja. Uns hat uns er baut mehr Pylons und Batteries als der Unit. Ja. Ja. Static Defense, ne? Das ist leider wahr, ja. Es hat uns ein drittes Game beschert. Yes. GG. Leute, jetzt wird's nochmal interessant. Lässiger Lurch wird sich freuen. Das ist auch jetzt ein wunderbarer Name. Also, ja, Lässiger Lurch ist gut. Das ist... What? Wait, genau. Ja, das ist gut. Kann gut sein, Tialos. Ne, weil so schnell die Immortals und ganzen Stalker ist... Hätte... Ja, ich weiß es nicht. Ist schwierig auf jeden Fall. Da haben wir wieder das Thema, Tial, mit dem... Ja, eventuell. Ich sehe, ich scoute und ich schließe, mach nicht die richtigen Schlüsse daraus. Mhm. Oder ich bin gerade woanders beschäftigt. Mein Gott, das ist ja völlig normal. Wir scouten und dann machen wir erstmal was anderes. Mhm. Oh, so, also. Unser drittes Game jetzt zwischen den beiden. Oh, auf Moondance, interessant. Unten rechts in Rot, unser Protoss Tial von den Outlaws. Und Hanson von den Kriegern der Apokalypse oben links in Blau mit dem Ausgleich zum 1:1. Und jetzt schauen wir mal, was uns im letzten Game dieser Series erwartet. Wir sind gespannt. Okay. Das wird wohl ein Proxy Zenit Rush. Das weißt du jetzt schon? Ach so, je nachdem, wo das hinfährt. Ich sehe. Ah, ach so, ups. Okay, kein Rush. Ich dachte halt, der erste Pylon, das kam mega komisch, ich habe den ersten Pylon einfach wieder gesehen. Okay, die Map ist ja so hier hinten, ja, ich habe das ja auch schon gerne gemacht. Mal gucken, wo er sie hinbaut. Ich hätte sie hinten, ich baue sie ja dann immer hinten. Ja, ja, genau. Oder? Nee, er baut so un. Ah, interessant. Ja, erstmal. Aber da könntest du ja. Ja, okay, aber da könntest du ja ohne Probleme. Wenn du es scoutest, kannst du ja sofort loslegen. Hm. Okay, jetzt wurde halt auch sozusagen der Cannon Rush gescoutet. Er hat ihn ja gescoutet. Muss er eigentlich sofort losrennen. Ja. Die Probe darf jetzt natürlich nicht sterben. Du meinst die hier? Ja. Einmal zubauen und die Probe killen hier. Okay, zugebaut ist, so wie es aussieht. Ja, genau, exakt. Würde ich halt auch so machen. Jetzt und den halt Pylon killen, ja. Genau. Die Probe ist down, Pylon killen. Dann ist das eigentlich schon so, dass du da nicht mehr wirklich irgendwas machen kannst. Besonders halt, wir sehen ja jetzt hier schon, ist ein Core, das heißt Stalker. Das heißt, da wird eigentlich nicht mehr irgendwas passieren. Hoffe ich. Ja. Ich hoffe, er macht den Zealot vorne raus, weil sonst hat die Probe. Ja, sehr gut. Die Probe, die Probe, die Probe! Die Probe! Okay. Tial! Nein! Tial, die Probe! Ich habe das Gefühl, der Berserker hat nicht so wirklich seinen Auftrag erkannt. Nein! Scheiße! Boah, das ist nee. Jetzt natürlich. Also, ich meine, ich würde halt immer so. Aber guck mal, die Cannons fokussen auch den. Würdest du den Cybercore fokussen? Ich würde eher. Das nee, geht? Schon. Nein, weiß ich nicht. Ja, ich würde halt schon Cybercore fokussen. Also, ich glaube, es ist nicht besonders wichtig, weil da ist es halt ein Stalker und der Stalker kann halt die Probe. Bitte, kill die Probe. Nein, verlier nicht. Ja. Aber halt, wie gesagt, es ist immer noch sehr gut. Alles super. Ich bin so grandios gut gegen Kendra, sagt hier. Aber ich meine halt, das ist eine gute Abwehr. Also ich meine, das ist... Alles noch in Ordnung. Ist tatsächlich vielleicht nicht unbedingt das, was viele Spieler machen. Aber es ist halt, würde ich sagen, definitiv der richtige Call. Mach ich auch gerne. Aber halt, wie gesagt, ich meine, du hattest ja halt auch Core...
klar, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt Stargate sofort setzen kann oder so, aber das wäre halt wünschenswert gewesen. Dann wäre das Spiel, glaube ich, quasi vorbei. Ja, wollte gerade sagen, das könnte man tatsächlich als Beispiel verwenden, also fast. Also, der Zealot hat halt seine Aufgabe natürlich mal bloß verkackt, aber grundsätzlich... Jetzt kill die Probe! Töte sie! Nein. Ja, ah. Eigentlich, ich frag mich allerdings, wo die... Was ist da gerade gestorben? Irgendwas. Nee, oder? Ach, die alte Scouting-Probe wahrscheinlich. Probe. Genau. Halt, wie gesagt. Und was meinst du, geht der noch drauf? Oder ja, kriegen sie es? Ich glaube schon. Oh, beide gleichzeitig ist das bitter, oder? Ich hab's gekriegt. Ah. Das war ganz offensichtlich. Ich sag's dir. Das war ganz offensichtlich. Es war genau ein Schuss zu viel. Ja, tatsächlich. Achso, hast du schnell ausgerechnet, aber, ist schon klar. Ja. So macht man das hier. Ja. Nee, ah, sehr gut. Nein, ich meine halt, keine Ahnung, es hätte jetzt, glaube ich, auch nicht so wirklich was geändert. Also ein bisschen halt, aber. Ja. Ich meine, grundsätzlich, es war halt schon die gesamte Zeit halt gehalten. Hier sehen wir halt auch Stargate, das, was ich halt wollte. Weil ich meine, was willst du halt machen? Da sind zwei Stalker, da ist eine Shield Battery im Nexus-Reichweite, das ist halt meine Güte. Ich bin jetzt kein Tostar-Trom-Trom, aber eine weitere Probe hätte ich losgeschickt, definitiv. Sobald die erste oben auf dem High Ground stirbt, musst du sofort eine zweite los, also dann die dritte losschicken. Ja, weil... aber das war ja dann schon vorbei. Also, das war doch er hat ihn aber nochmal ordentlich reingelassen, muss man schon sagen. Also... Ja, aber das wäre egal gewesen. Oh, also oh. Ich meine, das Ding ist halt, er hat ja schon oben zugebaut, das heißt, du kommst da eh nicht mehr rein und halt alles, was halt jetzt passiert, weiß ich nicht. Es ist eher gesagt hier diese sinkende Kosten mäßig. Also ja. Wenn du halt einfach weiter. Was haben wir denn jetzt eigentlich an Tech? Ich meine halt, das ist sein. Mhm. Ja, genau, also es ist halt jetzt hier Void Ray. Haben wir schon eins? Nee, noch gar nicht. Nee, kommt gleich. Ich muss halt sagen, also Tials Abwehr war sehr gut, aber halt das Following-Up hätte man wahrscheinlich viel schneller machen müssen und können. Ja, aber nichtsdestotrotz, Void Ray erstmal als Reaktion ganz gut. Nach dem Cannon Rush kommt häufig noch dazu, nach dem Cannon Rush kommt ja häufig ein Proxy Void Ray oder irgendwo Void Ray oder irgendein Shit. Sorry, nicht Shit sagen. Sorry, Production Tab habe ich ausgemacht, sorry. Ja, auf jeden Fall halt. Scouten wäre eine Maßnahme jetzt erstmal, um zu gucken, was jetzt halt passiert. Nicht, dass man outmakrot wird. Was so ein bisschen danach aussieht. Hm. Scouting. Ja, Henson hat sich komplett zurückgezogen, ne? Hm. Ja, okay, das kann man nicht. 2, 4, 6. Nee, das kann er nicht. Ja, das ist halt so das Problem, dass. Dass dann die beiden. Cannons da unten doch noch so viel Arbeit verrichtet haben, also so viel verwirrt haben. Hätten sie halt eigentlich nicht dürfen. Also eigentlich waren die scheißegal. Also. Ja, war schon ein bisschen bitter, ne? Muss man schon sagen. Mhm. Aber, wer kennt das nicht? Aber halt Void Race. Da ist dann Action angesagt. Naja, also ich meine halt Midgame finde ich halt Void Race noch ziemlich gut. Ja, gerade eben in so einem Spiel. Eben Low Tech, beziehungsweise. Jeder hat halt irgendwie committed. Jetzt haben wir hier ganz viele Stalker. Und jetzt hier noch ein dritter Void Ray. Aber gerade erst rein. Und ein Immortal. Das finde ich interessant. Also theoretisch würde ich jetzt sagen, ja, er hat. Ich meine, das Ding ist halt, hier ist halt noch keine Sheet Battery. Der Angriff ist nicht gescoutet. Deshalb glaube ich, dass das für Tial jetzt gerade nicht so optimal aussieht. Aber nee, bin mal gespannt. Tatsächlich nicht. Also prinzipiell eigentlich würde ich halt sagen, gut. Noch ein Guardian Shield dazu. Abzuwehren, aber. Hm. Ich glaube ja. Vor allem mit dem ersten Schuss direkt den Void Ray. Dann das. Oh. Und der hat auch noch nicht Chris Metal gezündet wie die Stalker, nee. Ne? Oh, oh, sogar schon Warp Prism. Ja, okay, also. Er dreht es wieder, Henson. Henson dreht es wieder nach L1. Ja, sehr gut gemacht. Also wirklich. Nach dem Opening, ich hätte es eigentlich schon weggegeben. Hat aber aufs Gas gedrückt. Aber, bei Punkte. Ja. Bei Punkte. Der Lurch freut sich. Das ist der lässige Lurch. Komm her, mein Freund. Da sind deine Punkte. Henson gewinnt. 2-2-1. Und wir schließen ab. Und wir starten eine neue Feuersage. Wer
gewinnt die vierte Series des Abends. So, wir haben Blisk und wir haben Zyriak. So, jetzt wird es interessant. 2 Minuten für euch und in 1,5 starten wir das Game. Sandstorm EP, Stahlbolzen, ha, den gibt's noch. Sandstorm EP, guck mal an, herzlich willkommen auch bei auch dir, Sandstorm. Da interessiert mich dann immer, wer besucht uns hier, Sandstorm. Wo kommst du her? Wie kommst du zu uns? Spielst du in der Liga mit? Weil Twitch-Name kann ja ein anderer sein. Du suchst schon ein Spiel oder bist du aufs Klo gerannt? Ich esse einen Lebkuchen. Hättest du ja sagen können, bin auf Klo. Vor 450 Jahren. So schlecht scheint es Maralegos nicht zu gehen. Er war dabei, als das Steuerbolzen entwickelt wurde. Aachen E-Sports. Na, okay. Das waren noch Zeiten. Also ich könnte von den Zeiten wahrscheinlich auch erzählen, aber ich habe sie nicht miterlebt. Ich war nicht in Aachen. Ist aber auch nicht schlimm. So, wir haben eine letzte Series heute. Wir haben einen Protoss gegen einen Terraner und wir haben vor allen Dingen das, jetzt muss ich nochmal schnell nachgucken, ein wichtiges, ein enorm wichtiges Spiel in dieser Liga, nämlich es ist das letzte offizielle Spiel von Blisk. Und wenn er dieses gewinnen sollte, dann können wir ihn heute schon zum Meister der 11. Liga küren. Da sind wir mal gespannt. Weil letzter Spieltag hat er den Freewin von Have Mercy. Das heißt, sein letztes Spiel haben wir heute. Dann geht es nächste Woche, ja, theoretisch um die Plätze. 2, 3, 4, 5, auch noch wichtig wegen Relegation. Aber schauen wir mal. Erstmal muss es gespielt werden. Ja, soll ich ins Game starten, ja, ne? Du kannst starten, die Vorhersage ist beendet. Bestimmt. Ja. Lucky Luke hat jetzt mal richtig Kanalpunkte gesetzt hier. Ah. So, da ist er auch schon in Blau, unser Protoss Blisk von Team Zentex. Ach ja, und das ist lustig. Hier haben wir nochmal Team Zentex, den Zyriak, einen roten Terraner, und der ist rechts oben. Gespawnt, sagt man nicht auch bei Terranern spawn? Naja, stimmt. Also. Hat sich da niedergelassen. Ja. Mit einem glücklichen Stern aus der Süß. So, jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Eine Abwehrschlacht par excellence, bin ich ganz ehrlich, erwarte ich von Liga 11 nicht. Allerdings bei 2 Zentex-Leuten. Ich weiß nicht, wie oft die so gegeneinander spielen. Hier habe ich keine Ahnung von. Ob die sich auch wirklich mal treffen einmal die Woche und irgendwie so ein paar Strategien entwickeln zusammen. Ob die sich jetzt gut kennen oder nicht. Keine Ahnung. Dazu kann vielleicht Elektro-Igel was sagen. Ich wurde an meinem Geburtstag in Zentex reingeholt. Na, guck mal an. Gutes Geburtstagsgeschenk. Das war unser erstes Spiel. Ach, das war... Okay, dann gucken wir mal, wie du dich eingeführt hast. Immerhin haben sie dich ja noch nicht wieder rausgeschmissen, so wie das aussieht. So, normales Scouting. Nur ein Gas. Spricht zumindest erstmal nur für maximalen Reaper. Oh, jetzt schon das Depot. Okay, er will die Probe nicht rauslassen. Okay, die will er haben. Gut, die kann jetzt nur noch scouten. Die Probe gerecalled. Wäre interessant, ne? Einfach noch ein bisschen meinen und dann recallen. Auch cool. Oh, jetzt wird er gekillt. Oh. Nein. Ja. Er hat keinen Patch gefunden. Na, okay. Schade. So, jetzt kann er das Depot wieder runter machen. Jetzt ist Paul Williams, jetzt hat der Reaper gar nichts mehr zu töten und kann direkt losrennen. Also. Ja. Ich meine, was macht Reaper eigentlich? Fliegen, hüpfen, fliegen, hüpfen, fliegen, hüpfen, ne? Der fliegt doch eigentlich jetzt, ne? Der ist doch nicht auf der Erde. Genau, der fliegt. Ja. Könnte man so sehen, ja.
Ja, fliegen, hüpfen, fliegen, hüpfen, fliegen, hüpfen. Mal sehen, was er zu sehen bekommt. Ich weiß es auch noch nicht. Wir haben selber noch nicht geguckt. Gucken wir mal mit dem Reaper zusammen. Ja. Einmal hopp. Okay. Stalker. Stalker. Aha. Sentry. Ist ja erstmal nichts Auffälliges, würde ich sagen. Paar Probes, die durch die Gegend fliegen. Mal wieder ein bisschen ein Internet-Rambo sein, dieser Reaper. Ah, ah. Ja, jetzt wollte er die Probe haben. Aber okay. Ja, Die ich arme weiß nicht, Frau. Reba Rebel, für mich fliegt der Oh, würde Typ. jetzt. Oh. Ja, Das war's. ja, ja, Falsche Richtung. ja. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also das mache ich halt auch wirklich gerne. Wenn ich halt ungefähr abschätzen kann, wo der Reaper ist, dann werde ich da auch hingehen. Und manchmal ist es halt echt so, dann ist es einfach schon vorbei. Dann gehst du mit dem Stalker hin, dann ist er tot. Oh, So und spät. zwei, die reichen auch nicht für den Stalker. Ja. Ich würde ein bisschen mal. Ja, naja. Gutes Micro. Mal sehen, ob der dritte jetzt. Ne, ne. Ich meine, er könnte jetzt ja auch noch ein bisschen Micro, also ein bisschen weiter. Aber es ist halt natürlich schon mal ein schlechter Starthand für Cyriac. Ich meine, jetzt hier auch Orbital Command ein bisschen delayed, hat halt ein bisschen ein paar Units halt verloren. Lost Resources, okay, 200 zu 50. Ja. Aber jetzt da wahrscheinlich ein bisschen unsicher, ein bisschen ungewissen. Na, jetzt mal hochzugehen. Okay. So, jetzt kommt der Hero Marine, pass auf. Den wollen wir heute auch sehen. Der kriegt den. Wenn er sich noch einmal Na. umdreht, ist er weg. Oder wenn er stehen bleibt, so wie der Reaper. Schöne Abkürzung Oh, genommen. oh. Und es reicht. Nein! Was hat denn der? Guck mal an. Nein. Das So gibt's doch ein gar nicht. vier. Nee, Ein! eins. So Eins! ein Build-up, ey. Oh nein. Wow! Ach ja. Also, alle Achtung, schön. Das ist ein Held, dieser Stalker. Das ist ein Held. Und jetzt geht er zurück und der andere kommt, Ja. abgelöst. Wie beim Staffellauf. Ja. Nicht schlecht. Auch wenn halt, keine Ahnung, ehrlich gesagt, wenn würde ich den eigentlich nur hinstellen. Groß hoch. Ja, wollte gerade sagen, groß hoch. Kannst du vergessen, da steht mittlerweile halt schon zu viel. Ich meine, ich bin halt wirklich eher ein Fan von Probe Achtung, Scouting. Achtung und tschüss. Ja. Weiß zumindest, wie viele Tanks da stehen. Zwei. Ja. Ja. Du, da ist ja wahrscheinlich froh, der andere Stalker, dass er ihn abgelöst hat, weil Ja. Ich wollte gerade den sagen, hat also jetzt ich glaube, Staffel. der andere Stalker hätte wahrscheinlich genauso viel scouten können. Ja. Und hätte nicht Aber so dann viel hättest du verloren an diesen. Energie, Ja, ja. genau. Ja. Aber jetzt hast du halt hier so ein Leben Stalker. Ja, Du wirst ja Wahnsinn, aber nicht. er hatte wieder volle Schilde. Ne? Immerhin. Ja, gut, aber ich So, meine, das was muss passiert denn jetzt ja da? eigentlich einem sagen, okay, er hat jetzt halt dritte Basis genommen. Ist Ja. schon mal halt nicht schlecht. Worker Production ist jetzt aber vielleicht nicht mehr unbedingt angesagt. Also es ist wahrscheinlich immer ungefähr das gegenteilige Terraner-Syndrom, dass irgendwie Terraner nie Worker bauen, wenn sie eben too base sind und angreifen wollen. Aber Protoss sich halt bei dem Setting denken, ja, warum nicht weiter Worker? Weil jetzt der Push wahrscheinlich kommt. Ja. Ist ja auch verständlich. Ja. Ein Liberator noch dazu. Puh, drei Tanks. Okay. Immerhin gescoutet. Immerhin gesehen. Thermal Lance und Charge unterwegs. Aber wir haben Aber nur halt die schon Hälfte Army Supply hatten wir zweiten eben. Observer hat er jetzt auch rausgenommen. Ich glaube, er hat ihn Naja. gesehen, aber ich glaube, er hat sich halt gedacht, Aber er ach sagt, komm. wozu? Weg. Hab keine Zeit für Das ist halt sowas. wieder klassische Situation, wenn es halt. Wenn es abgewehrt wird, hat er auf jeden Fall gewonnen. Wenn nicht, Oh, zu dann früh macht er aufgestellt. sich durch. Schade. Schon ein großer Trumpf weg. Aber die dritte hat er noch nicht gescoutet, oder? Zyriak? Ich glaube nicht. Bin ich mir nicht sicher, anscheinend nicht. Ich glaube, sonst wird er sofort dahin. Oh, da kommen die ersten Bälle. Naja, ich wollte sagen, das ist gefährlich. Also, ich meine, das ist halt ein Spiel mit dem Feuer. Und von der Seite Ja, kommen. okay, Oh ja. jetzt ist es eigentlich Jetzt klar, weiß dass er er es mit durchstehen spätestens. muss. Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das
Ich meine, okay, ein, zwei Tanks weg, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Call war. Zu engagen in eine, während du halt eigentlich im Prinzip eine dritte Basis hast. Ja, eigentlich musst du warten, ne? Ja, ja. Einfach abwarten. So lange warten, wie es geht, wäre halt das Beste. Ja, okay, einfach. Einfach, zu Base Terran. Nimmt er die ganze Pylons raus, dann machst du es. Ja. Und jetzt stellt er sich auch noch dazwischen. Ah, ja, ja, sehr schön. Alle Achtung, Syria, finde ich gut. Ja, cool gespielt. Also noch ist kein GG hier, aber ich würde sagen, ja, das ist durch. Ja, gut, gut gemacht. Auf jeden Fall. Liga 11 ist das. Und wenn du hier auf Ausrufezeichen L und 11 gehst, dann siehst du auch das MMR dieser Liga. Wow. Das 1 zu 0. Der Zyriak möchte gerne noch wenig die Meisterschaft von Bleez hinauszögern. Schauen wir mal. Er hat ja selber noch gute Chancen. Wenn er nämlich jetzt gewinnen sollte, wäre er auch 3 zu 1 und hat nächste Woche dann die Chance im direkten Vergleich mit Hansson, das ist natürlich geil, ne? Würden sie dann denjenigen ausspielen, der auch auf 4 zu 1 kommt. Aber bis dahin ist noch eine Weile hin. Jetzt gucken wir erstmal weiter. Fackeln wir nicht lange. Na, oben rechts unser blauer Protoss aus Team Zentex, unser Bleezk. Unten links der Terraner mit 1-0 Führung, auch vom Team Zentex. Der Zyriak. War jetzt kein so nettes Geburtstagsempfangskomitee von ihm. Im ich Clan, weiß. Aber Mara Lekos Replay Liga steht für knallharte Action und gibt es keine Freunde. Danach kann man sich ja dann wieder zusammen, weiß ich nicht, ob die Jungs sich wirklich treffen und auch noch was zusammen trinken. Aber egal. Erstmal gespielt wird das Game. Also, das. Oh, was ist das? Ach so, er macht zu. Okay. Oh, tatsächlich eine Reaper Wall. Meine, sonst hat er ja immer. Ne? Ich kenne die deshalb nicht, weil ich Data-C quasi nie spiele. Für mich, also persönlich nur. Kann auch mal mein Alter in meinen Augen liegen. Ich finde, die Map ist mir zu dunkel gestaltet. Also ich. Ja. Und dann auch noch rot. Und also rot ist dann noch schlimmer, blau geht noch. Aber so, wenn ich auf der Ladder oder so. Naja, boah, übrigens, da sagst du mir gerade was. Apropos dunkel gestellt. Ich habe hier noch meine Flux an. Vielleicht sieht das jetzt im Stream wieder etwas heller aus. Sorry. Wow. Alles gut. Soweit, so gut. So, diesmal kommt die Probe gar nicht erst rein. Diesmal darf sie nicht nur überhaupt nicht scouten. Letztes Mal wurde sie ja Props genommen. Ja, aber halt wie gesagt, das schreit halt eigentlich immer nach aggressivem Play. Also, dass man irgendwie ja nicht scouten soll, ja nicht wissen soll, was da geht. Oder eben natürlich, dass du Supply ganz am Anfang brauchst. Ja. Braucht er jetzt halt natürlich gerade halt nicht, aber das SCV läuft schon mal irgendwie sehr merkwürdig. Wie, wird das echt nur ein Scout? Okay. Okay, es wird nur ein Scout. Aber das ich dachte schon, jetzt kommt jetzt hier, ne? Kommt jetzt hier so ein Proxy. Factory? Proxy Factory oder warum nicht? Starport oder so. Weißt du, was ich lange nicht gesehen habe? Mal so ein Hellion Drop gegen Protoss. Ja. Habe ich ewig nicht gesehen. So vier Hellions. Niemand auf Gedanken. Das mag ich gar nicht. Ach so. Schön. Ja. Okay, das ist nice. Das kann natürlich auch machen. Aber da kommt auch schon der Reaper, aber da ist der Stalker. Mal sehen. Na, es wird nicht fertig. Wahrscheinlich zu spät. Oh, der Stalker fliegt schon in die richtige Richtung. Ja. Er kann direkt abbrechen. Ja, gute Idee. War ein Versuch. Gute Idee. Wahrscheinlich musst du den dahinter bauen. Hinter den Mineralien, weil dann sieht er ihn ja noch nicht, den Bunker. Jetzt hat er ja stimmt, gesehen, stimmt, dass es gebaut wird. Häufig, ja. Ja, stimmt. Das sieht man. Ja. Ja. Das wäre vielleicht lässt die durch. Der hat abonniert. Hey! Sehr schön, cool. Ja, stimmt. Herzlich willkommen. Wir haben keine Alerts, weil wir das nicht eingestellt haben. Muss das Mara einstellen? Müssen die das machen? Ich glaube, Mara muss das einstellen. Wir können das, glaube ich, nicht einstellen. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Vielen Dank fürs Abo. Jawohl, lässt ja durch. Moin, moin. Sehr schön. Schön, dass du da bist.
Wir nehmen das jetzt mal. Marelekos, machst du bitte einen Strich bei uns? Auf unseren Strich. Ja, ja, wir waren das. Wir haben ihn überzeugt. Ja. Ja, kleiner Spaß. Wir freuen uns ja. Schön, dass alle, schön an alle, die hier abonnieren. Lasst uns zusammen sc2.de groß machen. Ich denke mal, gerade wenn wir jetzt hier die Rieb-Liga casten, mal sehen, was da noch so kommt. Great again. Genau. So. Weiter zum Game. Also die Wall finde ich gut, da kommt gar nichts hoch. Ja. Er kommt ja nicht mal hoch zum Gucken, also quasi. Also ja, ich meine, er kann halt hochgucken, gucken, dass sein Twilight Council Chrono boostet wird. Was halt schon. Oh je. Wieso kommt der da einfach durch? Na gut, ich meine, wieso kann der da einfach durchfahren? Also das bestätigt, Reverb hat ja gerade gesagt, das bestätigt dann so ein bisschen meine Theorie gerade, ein Reaper fliegt. Haben wir gerade gesehen. Er ist einfach durch das Sentry durchgeflogen. Ja. Eiskalt. Fliegt einfach. An der Nordsee, Maralekos. Aha, da sind wir ja gespannt. Wir sind gespannt. Aber du weißt, Maralekos, du hast eins mal gesagt, das war vielleicht nur ein Gag von dir, aber ich habe das ernst genommen. Wenn du sowas machst, dann muss irgendwo ein Tennisplatz in der Nähe sein, damit Saber und ich ein Tennisspiel machen können. Ein Tennismatch. Ja, das haben wir uns aus Gaudi hatten wir das mit geplant. Weil es ja die einzige Chance gegen die ich, wo ich gegen Saber eine Chance habe. Ich bin gerade tatsächlich etwas ratlos, weil ich jetzt halt dachte, dass jetzt einfach ein Vorgate Blinkstalker Rush kommt. Ich meine, Blink haben wir ja schon. Gut, Sentry wäre natürlich nicht unbedingt typisch gewesen. Aber jetzt sehen wir halt. Charge wird's noch. Charge, okay. Blink, Robotics, also hier. Ne, vielleicht wieder ein Disruptor, so wie davor. Interessant. Und das heißt, jetzt ist halt die Expansion. Aha. Weil ich meine halt ansonsten. Okay. Würde ich halt sagen, wenn man jetzt nicht eigentlich aggressiv auf irgendwas techt, irgendwie DTs oder sonst irgendwas halt vorhat, kann man ja höchstwahrscheinlich die dritte schon auf jeden Fall schneller nehmen. So, Syria kommt wieder. Let's go. Spiel den selben Song nochmal, quasi, nur in etwas schneller. Also in etwas Wobei früher. Mir fehlt, kommen da hinten noch Tanks? Waren es drei Tanks und ein Liberator. Ja, diesmal hat er mehr eine Horde dabei. Ist halt schneller. Ja klar. Ja, vorhin war er erst bei 7, glaube ich, drüben. Aber der eine Marine rennt schon wieder vor. Okay, die Mine gräbt sich ein. Ja. Ich meine halt die Mine, weiß ich nicht. Macht aber gut mit dem Fokusfeuer, ne? Wird wieder raus. Ja, macht er gut. Ja, da musst du halt eigentlich die Zealots wegschicken und Colossus arbeiten lassen. Ja, es ist halt das Ding, warum ich halt charge. Wo ist eigentlich der Tank, wenn ich fragen darf? Der steht auf der anderen Seite, oder? Er ist in die falsche Richtung gerannt, oder? Ja, mit der Widowmine. Naja, ja. Syria, wenn er in Tank-Range gerannt wäre, dann hätte er auch ein bisschen mitarbeiten können. Und die Mine liegt da auch noch, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, also es ist okay, jetzt sehen wir hier halt auch eine Expansion. Pass mal auf, jetzt kommt dann die Mine gleich. Schlägt da gleich ein. Naja. Mal gucken, wen es trifft. Ja, oh, clever. Ja, die Mine vorhin hätte ich aber tatsächlich auch eher für einen. Eigentlich wollte die vielleicht ein Tank werden. Also da war ja hier schon Tech Lab etc. wurde halt eine Mine gebaut. Okay, kann natürlich auch sein. Gründen. Ist in Zürich noch im Stream, kann der uns das sagen? Jedenfalls Bleask auf jeden Fall, würde ich sagen, weit vorne erstmal. Worker-technisch geht das noch, sind sie relativ even. Also wegen Mules und sowas, bei 3 Base und so. Klar, leicht, leicht vorne von Bleask, aber sein Army Supply ist halt eigentlich ziemlich gut und die Quality ist halt auch relativ gut. Er hätte halt natürlich aber ein bisschen mehr noch haben können. Okay, da kommen die Reinforcements. Zwei Sentries. Krefeld ist so weit weg, ne? Weil die Jungs reden hier gerade über den Homestory Cup. Das ist für mich Krefeld ist eine Weltreise. Ich müsste mal gucken, aber ja, ich glaube, das ist. Selbst für dich ist das noch weit, oder? Okay, jetzt geht's hier rein. Ja, gar nicht mal so schlecht. Also dafür, dass sie halt im Charge Shots, ne? Ja, genau, Charge Shots haben wir halt. Haben die eigentlich plus 1? Ich sehe das gar nicht. Nee, Weapon Armor, alles. Nee. No. Aber das ist halt der Grund, warum ich halt Charge Shots hingehe. Also es ist halt wunderbar. Also. Die räumen ordentlich auf, ja. Geilste Unit ever, muss ich sagen. Die Jungs sind heiß. Das ist
Egal welches Matchup, Charge Words sind absolut geil. Also vielleicht kein Charge Word All-In oder so gegen Zerg, aber naja. Er muss zumindest die dritte aufgeben, guck dir das an. Ja. Guck mal, Bleach dreht den Spieß quasi einmal um. Ja, also ich meine, das ist halt kein All-In von ihm so wirklich. Nee, das nicht, aber ich meine, er ist jetzt vorne einfach. Ja, das halt schon schön mit Aggro, aber... Naja gut, aber jetzt... Oh, tatsächlich, er kommt sogar rein. Ja, das steht ja nicht da. Kein Tank, niemand im Bunker. Eine Einladung quasi. Ja. Medivac hat kaum noch Energie. Ja, das war's. Die Posts sind auch unten. Terran SimCity kann machen, was es will, aber... Ich meine, oh, Focus Fire ist schon echt gut, muss ich sagen. Also... Zyriak hat glaube ich, echt noch Potenzial. Also was das halt angeht. Oh, wir kommen noch. Oh, jetzt wird schon gelasert. Also... Im Sinne von ist schon sehr gut, Potenzial mehr technisch meine ich. Das kann wirklich gut nach oben dann gehen, ne? Es sah auf jeden Fall gut aus. Cool. Wir kriegen, wie sagt man so schön, ein Final Game für Blisk. Wird er heute schon Meister oder nicht? Spannend. Extrem spannend. Super, ey Leute. Jetzt geht's ab. Ich habe das 1-0 für Zyriak vorhin gar nicht eingetragen. Ups. Ja, dann machst du jetzt ein 1-1. Ja. Das ist wohl die Konsequenz. Du machst jetzt halt das 1-1 rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Final Game. Jetzt wird's interessant. Ja, wird spannend. Ich muss auch von ganz rechts in Deutschland nach ganz links fahren. Nein. Für Nassi. Lucky Luke, wo wohnst du denn? Wir wohnen, also ich wohne noch ganz rechts. Du wohnst doch nicht vor der polnischen Grenze, oder? Jetzt komm, erzähl. Nein, Berlin, ja, könnte es schon, ja. Könnten ein paar mehr meinen, sie hier wohnen in Berlin? Könnte sein. Wie, fast? Fast polnische Grenze? Cottbus, Görlitz. Ach, Unterham, ey, du bist ja ein Witzbold. Oh, Unterhamburg. Also ganz rechts. Puh. Also, du meinst ehemalige Bundesländer oder was? Mein Lieber, nach 30 Jahren hier. Ey, Lucky. Also, unter Hamburg, was haben wir denn da? Fast nur unter Hamburg. Hamburg ist Norden, mein Freund. Ja, das ist Norden, absolut. Im Wendland. Ja. Okay. Hamburg. Zum ersten Mal gestattet, Hamburg. CPP Forever. So. Kommt, den begrüßen wir auch. Hamburg. Guten Abend zum City. Letzten Game des Abends. Na, achso, wollen wir in 13 nicht, oder doch? Du machst. Achso, Sekunde. Ja, oben links in blau unser Blisk von Zentax. Unser Protoss. Und wir haben unten rechts den roten Terraner Zyriak. Ebenfalls vom Team Zentax. Gerade musste er das 1-1 nehmen, obwohl er in einer guten Position war. Ich bin gespannt, ob er jetzt wieder zubaut. Und wieder was auspackt. Aber ich muss sagen, ich fühle beide trotzdem vorsichtiger und schon tidding, geht's los. Jinxed. Kaum genau, sagt Reminder an dich. Sofort, bam, er macht natürlich was Aggressives. Was habe ich vorhin gesagt? Drittes Game, immer so ein bisschen vorsichtig. Ja. Nein, Zyriak sagt, ey, jetzt packe ich richtig einen aus. Hier, ich habe Eiermann, sagt man, hat man früher gesagt, komm. Und jetzt, wie viel macht er? 3 oder 4? 3 ist ja eher Standard, oder? Und das ist der Scout-Weg, der Probe ist außenrum, ne? Der geht unten rum normalerweise. Ja. Sonst wäre das genau. Ja, also meine Mann. Okay, weil jetzt sieht es sowieso. Ja, also okay. Hey, Reba Rebel hat erstmal Tickets für den HSC gerade gekauft. Nicht schlecht. Wow, cool. Ich finde, da sollte auch. Ja, nee, es ist gut. Ja. Maralekos wohnt in Brake. War das nicht so? Heißt das nicht so? Brake? Haltet falsch in Erinnerung? Könnte natürlich bei Lüneburg sein. Oh. Hab noch nicht nachgeguckt. Blisk, okay, was passiert? Irritiert. Ja, okay. Gateway, Chor. Er ist nicht ganz irritiert. Also. Aber er geht rüber, er scoutet es doch. Er scoutet es doch. 4 sogar. Wow. Doch, 4. Hatten wir das nicht? Das hat man vorhin genauso. Das ist doch das gleiche wie von vorhin, oder? Ja. Mal sehen, wer jetzt die bessere Defense hat. Genau, also halt Tial hat Spawns gehalten, halt ne? Das Problem. Aber mehr ein Worker Pull. Ja, aber Tial hatte ja dann halt auch eine Expansion gebaut.
Immerhin, okay, beide. Die SCVs sind down. Ist schon mal gut. Kein Bunker oder sowas in der Art. Also, verdammt nervig. Jetzt, nein! Was macht der Stalker? Boah, der wartet auf die Schildbatterie. Boah, ja, krass. Aufgerettet. So, ab jetzt sieht das ja erstmal gut aus. Sogar sehr gut. Deswegen, das... Stalker sind so unglaublich. Ja, ich meine, jetzt kann man auch ein bisschen aggressiv spielen. Ne? Besonders halt hier auch noch bei der Map. Ganz schön, oder? Naja, wobei ist ja generell immer eine Choke. Was rede ich denn da? Aber ja, generell halt Choke ausnutzen. Hier kann man auf jeden Fall immer Hit and Run. Bisschen schön. Ah, das darf aber nicht passieren. Oha, außerhalb der Range erwischt. Ja, ja. Der zweite geht einfach rein. Oh. Jetzt muss der geht auch noch außerhalb. Charge. Ich meine, man kann immer noch damit. Oh, die Batterie ist alle. Die Batterie ist alle. Ja. Ah, jetzt. Okay. Jetzt vielleicht auch alle Worker nehmen, schön Hero Line Slide. Macht es jetzt nicht mehr Sinn, die Batterie zu killen in der Zeit? Ja. Oder zumindest versuchen zu killen. Vorhin hat er es im zweiten Game gemacht, jetzt macht er es im dritten Game. Schade. Aber ich denke, wenn er jetzt mit den ganzen Marines die Batterie angegriffen hätte. Ja. Das, weil er hat bei nur einen Stalker, der ihn hätte angreifen können. Ja. So schnell kriegt er der Stalker die Marines alle weg. Halt immer noch vorne mit den Workern und generell halt, naja. Ich meine halt, Terran Units scalen schon echt scheiße ohne Tech Lab. Also da, keine Ahnung, also kannst du mit Protoss Units sonst was machen, die werden immer gewinnen. Genau, und das heißt jetzt, ich meine im Prinzip, er hat ja da halt eine Probe da. Könnte halt gucken, okay, er guckt halt mit dem Adept, ob da irgendwas los ist. An sich ist es ja halt schon echt eine gute Armee. Ich hätte wahrscheinlich aber trotzdem einfach weiter Adepts, nein, nicht Adepts, sondern Stalker gebaut. Einfach halt wegen Micro-Potential. Ich meine, Stalker sind halt schneller, kannst halt, weiß ich jetzt nicht, also. Das finde ich halt angenehmer. Aber ja, Bleask im Prinzip sieht. Dass da jetzt wahrscheinlich erstmal keine Aggression ist. Oh, jetzt kommt er. Okay. Okay. Nett gemacht. Er musste kurz warten, bis die Tür wieder aufgeht. King Protoss sollte mal Protoss spielen. Ja. Das, ich wollte gerade sagen, hättest du den Sheet Battery Overcharge schon, keine Ahnung, viel früher geschmissen, wäre das. Dann wäre das wahrscheinlich sowas von vorbei. Okay, ja. Okay. Ja, okay, das darf nicht passieren. Protoss, aber er hat ja jetzt Zeit. Was? Er kann ja jetzt drüben ganz normal exen. Ja, kann halt expandieren. Letzten Endes halt, Zyriak hat halt echt den Tech-Nachteil. Ich meine, was soll er halt jetzt die nächsten Minuten über machen? Also, das Tech-Lab, ich wollte gerade sagen, willst du dahin? Okay. Dann muss er die Factory nicht danach wahrscheinlich so weit fliegen. Ja. Aber das ist halt irgendwie. Ja. Wenn es schon nicht so gut läuft, dann halt nochmal extra schlimm. Das halt, sage ich jetzt mal ein bisschen. Ah, aber ja. Wie dem auch sei, kann man halt glücklich expandieren. Okay, ja. Bleask scoutet erstmal fröhlich nach. Nach irgendwelchen Proxies. Aber ich meine, halt letzten Endes sollten da ja eigentlich auch gar keine Proxys stehen. Ich meine, Tech kann er ja noch nicht so wirklich haben, so sinnvoll. Ja, ich meine, wahrscheinlich würde er einfach Zyriak einfach nur versuchen, weiter im One-Base dann das Spiel eben zu beenden, weil mehr hat er jetzt, glaube ich, da hat er dann keine Chancen mehr. Würdest du jetzt einen Tank mitnehmen? Ja, ne? Und? Ja, klar. Und noch Medivacs vielleicht, oder? Ja. Oder zum. Naja. Also meine halt zwei Gas irritiert mich jetzt halt ein bisschen. Ja, er hat nur sieben auf den Mainz, ne? Aber gut, er hat einen Mule, aber. Es läuft leider viel... halt aktuell gerade gar nicht gut für Zyriak, weil so ein dicker Supply Block. Eieiei. Und ich meine jetzt so viel Gas, die Frage ist, kann er wirklich was mit dem Gas erreichen? Weil er hat halt jetzt schon 250 Gas. Und baut eigentlich nur Tanks vom Gas halt her. Ja. Tja. Naja, jetzt okay, hat er im Prinzip auch gesehen, aber das waren halt bestimmt
keine Ahnung, bestimmt eine Minute oder so etwas, wo da ist er. TVP ist mehr. Zürich ist wieder da. Ja, mal sehen. Also grundsätzlich, wie gesagt, hat er halt ist eine noch Chance. Nicht vorbei. Ist noch nicht vorbei. Wenn er jetzt einfach die Hunde gut reagiert. Ich hoffe, ja, er macht jetzt hinten zu. Ich weiß nicht. Ich glaub, ja, sehr gut. Der Shade ist okay, ja. Das ist halt risky, ne? Da sollten jetzt halt natürlich schleunigst ein paar mehr Sheet Batteries hin. Oder halt generell einfach Units. Attacke, ja klar, du musst attackieren jetzt. Ja, Blink am Anfang zu erforschen ist halt irgendwie. Es ist halt der Pro-Gamer-Move, aber meiner Meinung nach irgendwie immer eine Falle, weil eigentlich sind Zealots, also Charge Lords, immer deutlich besser, wenn man, keine Ahnung, nicht High Grandmaster ist oder so, oder halt sagen wir mal High Master. Und halt mit Charge Lords, ich meine, was will denn dann ein Gegner machen? Dann kann er kiten bis zum Umfallen, der stirbt halt einfach. Ich hoffe, er stellt den Tank irgendwann hin und rennt nicht komplett damit rein. Der Tank okay. Sollte einfach angreifen. Okay, ich schicke die Overcharge wenigstens sofort gezündet. So, nimm die Shit-Batterie raus. Glaubst, nimm sie raus, bitte. Diesmal wenigstens. Ich bin biased. Ich will sie nicht raus. Warum machst du das so? Verstehe ich nicht. Eieiei. Zyriak, du hast doch alles in der Hand. Nein, du musst doch nur diese oh, blöde Batterie. Der dauert 3 Sekunden, ist die Batterie weg. 2,5 Sekunden oder so. Ja, das ist tatsächlich tragisch. Oh, das hätte, Zyriak, das war so eine Chance. Ja, so kann es halt manchmal sein. Sei es drum. Wir haben einen Meister in Liga 11. Herzlichen Glückwunsch, ja, Beast. Glückwunsch. Cool gemacht. Also, Team Zendex gewinnt mit Protoss, please, zumindest Liga 11. Protoss ist so broken, ne? Gib mir die 1550 Points. Kommt sofort, mein Lieber. Warte. Das. Also, da hätte Verdammte jetzt der Laser. Andere, wer hatte denn noch mit gewettet? Der hätte jetzt richtig abgeräumt, ne? Das war Tialos. Der hätte jetzt mal schön deine 1500 Punkte kriegen können. Du. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Wow. Es war eine richtig enge Kiste, Jungs. Aber schön, wenn es so eng ist. Haben wir denn, kannst du mal refreshen? Vielleicht war Mara Lekos, weil er kann das ja immer so extrem schnell. War ja schon so schnell und hat das geändert. Hat er sogar. Ich meine, ich kann es. Oh, genau, pack's mal rein, dann sehen wir es einmal. Noch ein bisschen dauern, aber das kann ich durchaus tun. Und das jetzt. Haha. Perfekt. Jawohl. Da oben, in grün. Aktualisiert. Genau, also 5:0 Siege, astreine Bilanz, 8:3, spricht aber immerhin für 3 enge Games. Ne? Immer eine Map abgegeben. Halt nur die besten Spieler, ne? Das ist sehr gut. Das heißt aber auch, dass Hanson auf einem guten zweiten Platz ist, nächste Woche gegen Syriac, direkt um den zweiten Platz betteln darf. Für die Aufstiegsrelegation. Ich glaube, die gibt es ja da auch wieder. Andersrum ist Raver Rebel unten dabei gegen Tial, sich dann ja auch noch rauszukämpfen um den Abstieg, um die Abstiegsrelegation. Also zwei interessante Matches nächste Woche haben wir noch. So gesehen muss man jetzt sagen, Blies, sei uns nicht traurig oder sei nicht böse auf uns, wenn wir sagen, wenn du und Have Mercy nächste Mal nicht mehr dabei sind, du bist der Sieger, herzlichen Glückwunsch, Have Mercy ist raus, haben wir noch zwei ganz spannende Spiele, die sowohl um den Aufstiegs- und auch die Abstiegsrelegation gehen. Cool. Sehr schön. So viel zu Liga 11. Hat Spaß gemacht. Stunde 58. 2 Stunden fast. Passt doch, oder? Wie siehst du das? Also ich meine, wollen wir noch 13, das eine, oder... Wie 13? Ach, wieder Würmchen und... Nein. Ja, lass uns die 13 mal zusammen machen. Ja. Oder soll die 13 heute noch generell? Warte mal, was haben wir? Was hatten wir gesagt? Ich meine... Liga 11 und 13. Haben wir denn für 13 noch einen Spieltag? Also ich meine, wir haben halt nur eine Series, sagen wir es mal so. Also wir haben halt Würmchen gegen Güffel. Aber das ist doch das Spiel vom ersten Das ist das Spiel Spieltag. Vom ersten Spieltag, ja. Also das letzte fehlende... vom ersten Spieltag. Ja, lass uns das zusammen mit Liga 13 zusammen machen. Ich habe jetzt auch keinen von den beiden. Ach doch, Güffel war hier. Sorry. Aber ist er noch da, der Güffel? Nee, ne?
Güffel-TV war von hier. Lass uns das zusammen machen. Also ich denke, das ist einfach auch schöner, wenn du es nachher. Ja, ich denke, das macht einfach Sinn, Maralekos, wenn du dann zusammen das auch hochlädst, hast du jetzt ein ganzes BOD 11. Liga und das 13., die 13. Liga zusammen. Wäre ja auch schade, wenn das vielleicht das entscheidende Spiel für die Liga 13 ist und das hängt irgendwo anders mit drin, dann findet man es nicht mehr. Aber egal, so machen wir das, denke ich. Ich glaube, es passt heute für heute Abend. Wer noch StarCraft-Action sehen will, ich glaube, heute ist ja auch DreamHack in NA. Also wenn Maralekos Lust und Laune hat, kann er gerne rüber raiden zu TakeTV. Wir sind ja soweit fertig, oder, Sentry? Ja. Super. Bedanke mich wieder bei dir für die tolle Technik. Hast du wieder fantastisch gemacht. Ja, bitte, bitte. Analysen wieder für mich zumindest auf den Punkt. Und genau, für den Spaß im Chat habt ihr gesorgt. Vielen Dank. Ich glaube, die Wetten haben auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, War ein bisschen. war ein aktiver Chat. Sehr gut, vielen Dank. Ich würde sagen, Maralekos, ja, mach das. Das freut sich. Ja, Und ich glaube, es ist auch nicht kannst du verkehrt, melden, ja. wenn wir auch bei TakeTV SC2 ein bisschen anpromoten. Warum auch nicht? Ist ja nicht verkehrt. Ja. Natürlich hast du deine Points bekommen. Schau hin, Lucky Luke. Selbstverständlich. Lass uns rüber. Gute Nacht schon mal von uns. Jojo, gute Nacht. Viel Spaß bei TakeTV. Genau. Jawohl. Viel Spaß bei NA. Ciao, Bis nächste ciao. Woche. Ciao. Das heißt, ich muss stoppen und dann geht's rüber, oder? Nicht? Geht rüber? Maralekos Nee, hat schon. geredet. Warte mal kurz. Okay. Das dauert einen Moment. Aber ich glaube, wenn du jetzt stoppst, dann ist es vorbei. Ah, okay, jetzt sind wir bei TakeTV. Genau, wenn der Red drüben ist, dann kannst du unseren Genau, Stream also würde ich quasi jetzt sagen, stoppen. jetzt, ne? Ja.